Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte von unser Politikblog. Heute habe ich die Ehre, Herrn Werner Altnickel zu interviewen. Herr Altnickel ist Träger des Preises von Eurosolar. Er betreibt die Seite chemtrail.de. Er ist viele Jahre bei Greenpeace aktiv gewesen und Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Guten Abend, Herr Altnickel. Ja, guten Abend. Freue mich auch. Herr Altnickel, seit wann betreiben Sie Ihren YouTube-Kanal und Ihre Webseite chemtrail.de? Ja, die Webseite fing, glaube ich, 2004 an. 2003 bin ich ja angefangen mit Aufklärung zu Wetterkontrolle, also sprich das Thema Aerosolversprühung, HAB, also elektromagnetische und chemische Wetterbeeinflussung, kurz gesagt. Ich habe dann aufgrund einer Aktion, die ich bei Greenpeace gemacht habe, weil Greenpeace nicht in die Füße kam zu bestimmten Themen, haben wir 2011 dann noch einen YouTube-Kanal aufgemacht. Und der ist jetzt gewachsen auf 25.000 Abonnenten und wir haben insgesamt, waren wir bei knapp 11 Millionen geguckten Filmen. Ja. Das heißt, das hat schon ein bisschen Furore gemacht, weil ich also alle möglichen Themen da eben bearbeite. Und das stört natürlich auch manche Leute in Politik, Militär und ähnlichen Vereinen. Ja, ja, zum beruflichen Werdegang vielleicht nochmal. Ich habe also Fernsehtechniker gelernt, auch sehr schnell Meisterprüfung gemacht, mich selbstständig gemacht. Im Fernsehladen samt Videothek und HiFi-Studio habe ich betrieben bis 1992, habe das dann verpachtet. Habe schon 1987 angefangen mit Solartechnik, sprich Photovoltaik, also Sonnenstrom, auch schon eingespeist in dem Jahr, als einer der ersten 25 Anlagen in der BRD war das. Der Energieversorger war ganz erstaunt, dass sowas geht. Und habe dann auch, und das hängt mit den Preisen zusammen, habe also dann versucht, aufgrund der Kritik, die ich bei Greenpeace, ich war 17 Jahre alt, also bei Greenpeace halt, und es reicht ja nicht einfach über den Zaun zu gehen und gegen AKWs zu demonstrieren, sondern ich habe gesagt, wir müssen den Leuten eine Alternative bieten. Habe also ganz früh angefangen, also mit Photovoltaik, habe mich auch um Windenergie und sowas gekümmert und hatte dann eben sehr schnell so eine Art autarkes Netzwerk hier errichtet, also wo ich meinen Fernsehladen, mein Elternhaus und mein Haus sogar mit Fernwärmeleitung unter der Straße durch und Stromleitung durch realisiert habe, sodass ich nachweisen konnte, dass wir mit ca. 90% regenerativer Energie, also sprich Wärme und Strom, klarkamen, mitsamt dem Fernsehladen. Und das war natürlich ein gutes Projekt, deswegen habe ich auch diesen deutschen Solarpreis von Eurosolar bekommen. Ja, und das ist immer noch, ich sag mal, mein Steckenpferd. Ich habe das dann aber auch professionell getrieben, habe ca. 300 Photovoltaikanlagen gebaut, auch hier für einen örtlichen Energieversorger, eine große auf dem Bahnhofsvorplatz. Ja, und bin dann, ich betreibe das jetzt aber nicht mehr so stark, und zwar, ich betreue nur noch meine Kunden, weil ich seit 8 Jahren ausschließlich Aufklärungsarbeit betreibe. Weil ich die Dinge, die da passieren, also für relativ schlimm halte und es viel zu wenig bekannt ist, muss man sich da ein bisschen professionell drum kümmern und macht das vollzeitlich. Also seit 8 Jahren, glaube ich, jetzt. Ja. Das, man kann es an den Abonnenten, an den Klicks halbwegs ermessen, was das für ein Wissensschatz ist. Und jetzt ist vor kurzem Ihr YouTube-Kanal gesperrt worden. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also normal passiert es ja bei YouTube so, und das war man ja auch gewohnt, also man darf natürlich keine Urheberrechtsverletzungen machen. Bei einigen Videos ist es ja so, da steht es drunter, dass es frei ist, die meisten schreiben gar nichts drunter. In der Community ist es eigentlich so, wenn man also 200 Videos sagen wir mal so als Schnitt nimmt, dann sind höchstens ein oder zwei Leute, die da was dagegen hätten. Also meistens treten die privat in Kontakt mit einem, dann ist das Thema auch ausgeräumt. So, sollte das nicht der Fall sein, dann kann YouTube ja quasi eine Beschwerde annehmen. Und sollte eine Beschwerde jetzt auftauchen, wird das also einem mitgeteilt und das wird dann auch bestraft, sag ich mal, indem man, wenn man so eine Beschwerde bekommt, dann Videos ab dem Zeitpunkt nur noch in einer Viertelstundenlänge hochladen kann. Kommt bis zum weiteren Verstoß, sag ich mal, dann kriegt man eine weitere Verwarnung, wo einem gesagt wird, ja, das ist jetzt der zweite Verstoß innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. Also früher war das eben so, dass man, wenn man jetzt zwei Verstöße hatte, dann dauerte das ein halbes Jahr ungefähr, bis die gelöscht wurden. Also man hatte dann so eine Bewährungszeit. Und das haben die jetzt anscheinend geändert. Das heißt, jetzt läuft es so, dass man, wenn man jetzt zwei Verstöße, sagen wir mal, hat und 3 Monate nichts weiter auffällt, dann sind die nach 3 Monaten halt gelöscht.
So, was es noch nicht gab, das war diese Geschichte mit der sogenannten Hassrede. Das war uns ja alles vollkommen neu. Nicht? Ich meine, durch Maßgesetze, aber auch durch die EU wurde sowas ja angeleiert. Ich sag mal, vorgeblicher Grund, um für ein bisschen mehr Disziplin im Netz zu sorgen. Es war eigentlich nur gedacht jetzt für Facebook und diese ganzen, ich sag mal, Schnackkanäle. Ja. Gut, das haben die jetzt aber auch eingeführt. Ich war ganz überrascht, dass plötzlich dann bei zwei Filmchen von mir angeblich Hassrede da drauf sein sollte. Ich habe mir das angeguckt, ich habe gesagt, wo soll denn da Hassrede sein? Das Problem ist, dass wer bestimmt, dass das Hassrede ist? Ne? Da kommen wir dann auf Frau Kahane mit ihrer Stiftung, Antonio-Stiftung, die also ziemlich umstritten ist übrigens auch. Da gibt es auch ein paar Beispiele, können wir nachher mal drüber reden. Ja gut, also um mal beim Kanal zu bleiben, dann kriegte ich überraschenderweise, also ich sag mal, noch ein Video reingewirkt, sag ich mal, was sich jetzt aber nachher herausgestellt hat, das stimmt gar nicht. Und bums war der Kanal tot. So, also endgültig, ne? Da hat man dann gar keine Möglichkeit. Also ich habe mich dann gleich in Verbindung gesetzt. Vorwurf war, dass also der Kopfverlag angeblich reklamiert hätte, dass ich ein Video hochgeladen hätte und das gefällt ihnen nicht. Gut, ich mich mit Kopfverlag in Verbindung gesetzt, erstmal kriegte ich da keinen Kompetenten, dann habe ich eine Mail geschrieben, ich habe also jetzt gestern da die Mitteilung bekommen, stimmt nicht, die hätten ihr eigenes Video vom YouTube-Kanal runtergenommen, haben aber ordentlich gesagt, warum? Ja gut, das ist ja kein Verbot, wenn man dann trotzdem das noch drauf hat. Und gut, ich habe dann hingeschrieben gehabt, also nach YouTube, das ist ja auch alles sehr schwierig, man kriegt ja gar keinen Partner irgendwie ans Telefon oder so. Und ich habe auch den Eindruck, das läuft alles vollautomatisiert. Ist aber auch kein Wunder, weil die werden ja quasi mit sehr hohen Strafen belegt, wenn die ein reklamiertes Video nicht innerhalb einer bestimmten Zeit runterputzen. Weil die Angst vor diesen hohen Strafen haben, putzen die natürlich alles Mögliche schon mal präventiv darunter. Aber es ist unheimlich schwer, das dann wieder freigeschaltet zu bekommen. Ja, also gut, ich habe da hingeschrieben und gesagt, ich setze mich jetzt hier mit Kopf auseinander und glaube auch, dass das, selbst wenn die da was reklamiert haben, hinkriege, weil ich habe auch schon mal Reklame für Kopfverlag gemacht und hatte auch viele Videos von denen sowieso drauf, wo nie sich einer darüber aufgeregt hat. Die waren eher froh, wenn man das verbreitet hat. Das hat ja denen auch geholfen bei Buchverkauf und so. Und ich habe auch schon mal zu Zeiten von Eva Herrmann, wo die da moderiert hat, sogar einen Artikel zusammen mit ihr da erstellt. Also insofern war das für mich total seltsam sowieso, dass die sich bei mir beschwert hätten. Ich denke, da hätten die mich vorher angerufen und gesagt, du nimm das Video runter. Ja gut, soweit. Nächsten Tag kam aber schon wieder was. Also da wäre jetzt bei einem weiteren Video, hätte jemand also gesagt, da wären also irgendwelche Teile drin, die nicht unseren Kriterien entsprechen. Also sprich YouTube-Kriterien. Also insofern hilft mir das jetzt wahrscheinlich nicht viel, wenn ich das jetzt mit dem Kopfvideo da hingebügelt kriege. Haben sie eben noch eins. Und also ich sehe das jetzt wie Hase-Igel-Spielchen, weil aus verschiedenen Gründen, da können wir ja nachher drüber sprechen, haben die mich jetzt ziemlich auf den Kicker insgesamt. Sie können natürlich bei den 1100 Videos, die ich habe, jederzeit wieder irgendwo in Härtersuppe finden, weil das Video, was jetzt reklamiert wurde, das ist schon eine ganze Zeit drauf bei mir. Ja? Und das funktioniert eben so, also die hat jetzt ja, ich weiß nicht, ob die schon alle eingestellt sind, die nette Frau Kahane, ja, die ja auch eine ganz tolle Vergangenheit hat, die war ja 8 Jahre Stasi-Spitze nachgewiesen, hat sie auch selber zugegeben, sie hat ja selber dazu auch schon mal ein Statement abgegeben, hat natürlich großes Profitalent, ne, in diesen Dingen. Die soll jetzt ja noch, also durch Bundesmittel sehr großer Größe, noch 500 Leute da einstellen können, um das Netz zu durchforsten. Ja? Und ja, das sind ja auch nicht alles hochqualifizierte Leute, die dann da angestellt werden, denke ich mal, das werden irgendwelche Jobber sein. Oder ähnlich wie Callcenter. Ja, die setzen sich vor den PC und gucken dann halt. Und wenn denen dann irgendwas, wenn die meinen, da wäre irgendwas, ja, dann melden die das und bums, ist das Video weg. Und das Problem wäre gar nicht so schlimm, wenn die nur das Video wegputzen würden. Das Problem ist einfach, dass man dann eben mit dem ganzen gesamten Kanal getötet kriegt. Und das ist natürlich, ja gut, aufgrund der langen Jahre schon ganz schön tragisch. Ne? Ja, so sieht das aus. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, war der Vorwurf Hassrede. Das klingt ein bisschen auslegungsfähig, was das jetzt sein soll. Ja klar. Also ich kann mal so ein Beispiel bringen. Also Hate Speech, ne? Unterbindung von Gegenstimmen, also es gibt ja so einen Artikel. Es ist folgendes mal passiert, und zwar Themen der aktuellen Flüchtlingspolitik oder der Gender-Ideologie werden also ganz besonders angegriffen. Also was auffällt, ist, dass also fast alles von ziemlich links außen, was denen irgendwie nicht gefällt, wird gesperrt.
Die haben sogar ein Plakat mit der Aufschrift Mutter, Vater, Kinder als Hassrede eingestuft, weil es dafür warb, die Ehe rechtlich auch weiterhin als Bund zwischen einem Mann und einer Frau zu definieren. Ja, was will man machen? Das wird dann so hin definiert, das ist Hassrede, wenn man also jetzt gegen bestimmte gesellschaftliche Andersentwicklungen was sagt. Da sieht es schon so aus, dass dadurch eben die Meinungsfreiheit ziemlich beschnitten wird, weil wenn jetzt jeder Angst hat, ja huch, ne, was darf ich denn noch sagen, dann ist das gleich Hassrede, das wird gleich mit dem Knüppel zugeschlagen, eben auch mit irgendwelchen Sperren oder sonst was, dann sehe ich da ziemlich schwarz. Und nicht nur ich, sondern da haben ja mehrere Leute auch vor diesem Maß gesetzt, was ja nicht nur bei YouTube jetzt da irgendwie was mit zu tun hat, sondern überhaupt. Sogar auch Wirtschaftsverbände und alle möglichen haben sich da aufgeregt und gesagt, also so geht das nicht, das ist ja hoppla hoppla. Übrigens ist die Frage, ob das Ganze überhaupt legal durch den Bundestag gegangen ist. Also meines Wissens haben das ja nur ein paar 60 Leute beschlossen. Ne? Das ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, im Anschluss also an die Homo-Ehe da beschlossen worden. Und dann waren die alle so euphorisch mit der Homo-Ehe, dass die dann alle aus dem Parlament gegangen sind und dann waren nur noch ein paar 60 Leute da und die haben das Ding dann da beschlossen. Also das ist sowieso noch so ein Ding, was da rein rechtlich noch in der Luft hängt, meine ich. Ja, was mir da noch wichtig ist, das eine ist ja das, was die Frau Kahane macht und ihre Amadeo Antonio Stiftung. Das andere ist das Netz-DG. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das Netz-DG, das hat die Frau, das hat ja auch die Amadeo Antonio Stiftung selber kritisiert. Ich habe mir das Netz-DG einmal durchgelesen. Also bei dem Netz-DG, und da geht es darum, dass bestimmte Dinge, das ist jetzt nicht das mit der Frau Kahane. Nein, das sind zwei getrennte Dinge, bloß die Tendenz, sage ich mal. Ist eine Tendenz in den letzten zwei Jahren, die, und die immer stärker wird, hat wahrscheinlich auch ein bisschen zu tun mit der Einwanderungsnummer, die jetzt läuft. Beobachten wir eben also als Netzbetreiber, dass da immer mehr Druck kommt, ne? Also ich sage mal ein paar Beispiele, die ich mir jetzt gemerkt habe, worauf da Bezug genommen wird. Da wird auf bestimmte Dinge Bezug genommen, bestimmte Straftatbestände in § 1 Absatz 3 Netz-DG. Und wenn halt da eine Veröffentlichung das enthält und man vermutet, dass es das enthält, zum Beispiel, wenn man jetzt grob fahrlässig oder absichtlich falsche Dinge über andere verbreitet, also von übler Nachrede über Verleugnung bis zu Rufmord oder wenn man Volksverhetzung macht oder wenn man Dinge befürwortet, staatsgefährdende Akte befürwortet oder wenn man Dinge verbreitet, die entweder unerlaubt pornografisch sind oder ohne Einwilligung pornografisch und solche Dinge, die betreffende Straftatbestände. Wenn jemand, wenn man meint, dass jemand sowas macht, dann muss da der Offizierminister, der die Technik bereitstellt, dagegen einschreiten und der hat nur sehr kurze Fristen, sodass der gerade was so Meinungsäußerungen betrifft, wahrscheinlich schon mal vieles, wo er meint, das könnte üble Nachrede sein oder könnte Beleidigung sein oder könnte Volksverhetzung sein, vieles erstmal rausnimmt und was sich dann hinterher herausstellt, das ist unbegründet. Und hier, was die Frau Kahane macht mit dem Hate-Speech-Kontrolle, das ist ja noch nicht mal das mit dem Netz-DG. Netz-DG, das ist, dass jetzt jemand wie YouTube oder wie Facebook das selber kontrollieren muss, sehr schnell reagieren muss und dann er kann es auch delegieren, an wenn da verschiedene Firmen gemeinsame Organisationen dafür gründen und beaufsichtigt wird das, wenn ich das richtig verstanden habe, dann vom Bundesamt für Justiz und da können die dann, soweit ich das verstanden habe, auch ihre Bußgelder hinkriegen von bis zu 5 Millionen, wenn sie sich nicht dran halten. Ja, und richtig. Das ist das Netz-DG, aber der Begriff Hate Speech, der knüpft meines, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht an Straftatbestände an und das scheint was völlig anderes zu sein, denn das Netz-DG ist ja auch von der Amadeo Antonio Stiftung kritisiert worden. Ja, bloß Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass man das ja auch schlecht definieren kann. Wer soll jetzt das entscheiden? Und man sieht ja auch, wie die das jetzt uns gegenüber definieren. Die sagen uns ja nicht, der und der Satz oder das und das ist da überhaupt jetzt reklamiert, sondern sie sagen nur, es liegt eine Reklamation vor. Sie sagen einen aber nicht, wie die lautet.
Das ist ja, man ist ja vollkommen wehrlos, weil man, und das läuft ja automatisiert ab. Ich verstehe die Leute jetzt, die YouTube und so betreiben. Und natürlich löschen die dann eher präventiv, anstatt dass sie die Strafe am Hals haben. Das würde die ja wirtschaftlich vernichten. Bei den zigtausenden Videos, die da ständig hochgeladen werden, können die das manuell auch gar nicht machen. Das läuft maschinell ab. Ja? Und das ist natürlich, also es kommt, sagen wir mal, jetzt eine Meldung rein, irgendwas stört da jemanden und rums, fällt die Klappe. Das, also, weil anders können die das gar nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, die können gar nicht so viele Leute bezahlen, die das jetzt einzeln beurteilen sollen. Und da sehe ich die Gefahr drin. Dass eben aufgrund dieser Automatismen, die da eintreten, und da kaum noch einer selber drüber guckt, die da einfach sagen, okay, wir sperren das, ja, derjenige, der gesperrt ist, der wird sich schon melden, aber der Gegenbeweis ist für uns fast unmöglich anzutreten. Das ist das Problem. Jetzt haben Sie ja einmal eine Antwort vom Kopf schon bekommen, dann wären es ja nur noch zwei Verstöße aktuell oder behauptete Verstöße. Wären denn nicht vielleicht das nächste, sich mit der Maddeo-Antonio-Stiftung in Verbindung zu setzen, dass Sie das näher erläutern sollen, dass Sie das überprüfen können? Ich weiß ja noch nicht mal, ob das jetzt die anderen Dinger von der Antonio-Stiftung kamen. Das war jetzt nur, also was ich da erzählt habe, ist ja nur jetzt rein theoretisch. Ich weiß ja, die nennen mir ja gar nicht, wer sich da meldet. Also manchmal, bei Urheberrechtsverletzungen haben sie sich gemeldet. Das war jetzt auch der Fall, haben sie auch gesagt, gut, das und das Video von Kopp, da wurde das Video auch genannt und so weiter. Ja, wenn sie jetzt, also mit dieser Hate Speech-Geschichte, deswegen kann ich das auch gar nicht, war ja auch total überrascht, wurde mir gar nicht genannt, was da überhaupt reklamiert wird. Urheberrechtsverletzung ist ja ziemlich klar. Sondern so, okay, ich will jetzt die Alleinvermarktungsrechte haben für das Ding und fertig. Ne? Das ist alles einsehbar. Aber diese Nummer mit Hassrede, das war, ja, wie gesagt, das ist auch für viele andere, denke ich, erstmal können die gar nicht damit umgehen. Weil wie soll man selbst, die Videos waren ja noch nicht mal von mir, das waren jetzt übernommene Videos, die schon länger im Netz standen. Ja, das ist ja überhaupt der Gag, dann müssten sie die ja auch verbieten. Ja. Das habe ich jetzt aber nicht nachgeprüft, ob die jetzt noch da sind irgendwo im Netz. Aber oft war es so in der Vergangenheit, wenn sie mir damit irgendwas kamen, habe ich gesagt, okay, ist das Video noch da? Dann stellte ich fest, das Video ist von 1, 2, 3, 4, 5, manchmal ganz vielen Leuten übernommen worden. Da ist es nicht verboten worden. Aber bei mir. Ja. Und meine Denke ist bloß die, das kann ich natürlich nicht beweisen, da ich eben eine hohe Einschaltquote habe, ja, stören vielleicht manche Leute die Kommentare oder das Thema, was überhaupt von den Videos da aufgegriffen wird, halt mehr, als wenn jemand da, was weiß ich, nur 150 Einschaltquote hat. Ja. Bei diesen beiden Fällen, wo jetzt angeblich Hate Speech gewesen soll ja. Um es ganz klar zu haben, hat man Ihnen gesagt, dass sich diese Stiftung beschwert hat, oder nehmen Sie das an, dass sie es gewesen sein könnten? Nein. Also das war jetzt nur eine rein, ich sag mal, eine Vorrede, das hatte mit meinen Sperrungen jetzt direkt nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wer da was gesagt hat, zu den beiden Hate Speech Fällen. Ich weiß jetzt nur, das Video, was dann das ausgelöst hat, weil es eben das dritte war, war halt Kopfverlach. Und meine Denke war auch, vielleicht habe ich da auch falsch gedacht, ich müsste jetzt, also da müsste jetzt dreimal irgendwas mit Hate Speech kommen oder dreimal was mit Urheberrechtsverletzung. Nee, das ziehen die zusammen. Das sind also zwei Reklamationsblocks, die sie da wohl haben. Einer eben diese reinen Urheberrechtssachen, die es schon immer gibt, und das Hate Speech Ding, das ist halt neu. Also, ja. Wenn man weder weiß, wie Hate Speech definiert ist, noch wer sich beschwert hat, dann ist es ja auch total schwer, sich davor zu schützen und davor zu bringen. Ja, das ist ja auch das, was ich reklamiere. Bloß, wie gesagt, also mal sehen, ich werde ja versuchen, da auf den Grund zu kommen, aber die haben ja noch nicht mal eine Telefonnummer oder irgendwas. Sie sind ja nur darauf angewiesen, sie schreiben denen eine Mail und dann kommt so ein automatisiertes Ding zurück. Das sieht man ja, das sind ja vollautomatische Sprüche, die da kommen. Ja, jetzt diskutieren sie mal mit dem Automaten. Das ist schon gar nicht so einfach. Ne? Es muss doch die Firma von YouTube geben, oder gehört das zu Google? Ja, natürlich, klar, aber da dringen sie ja kaum durch. Selbst bei Kopp war das unendlich schwer. Von Kopp habe ich keinen kompetenten Menschen dran gekriegt. Ich kam jetzt nur auf diese Linie, egal welche Nummer ich da nahm, wo die ihre Bücher verkaufen. Da war natürlich Ahnungslosigkeit ohne Ende. Dann habe ich gesagt, gut, dann klären Sie das bitte, wo kann ich mich jetzt dran wenden? Hin und her, ich hatte mehrere dran, kam ich zu nichts. Ja, dann haben sie gesagt, gut, dann schreiben sie eine Mail. Gut, so schlau war ich vorher auch. Habe ich dann auch gemacht. Dann hat es halt zwei Tage gedauert. Gut, dann kam auch eine Antwort. Also die wollen anscheinend nicht angerufen worden. Kann ich auch verstehen, bei den Massen an Leuten, möchten die dann nicht, da müssen ja schon wieder ein paar Leute ans Telefon extra haben, denke ich. Ne? Deswegen kürzen die das ab, sagen, okay, läuft alles nur über Mail. Ne? Und da kann ich ja nichts an ändern. Das ist ja deren freie Wahl, was sie da machen. Man kann ja nicht von denen verlangen, dass einer sitzt und die Leute per Telefon befriedigt.
Nicht? Für die Buchbestellung, klar, da haben sie ein ganzes Heer an Callcenter-Leuten, aber die denen wahrscheinlich noch nicht mal selber gehören. Nicht? Teilweise sind die Callcenter ja sogar in anderen Ländern. Das ist ja kein Problem, weil die Leute da billiger sind. Ne? Tja, ist nicht so einfach. Können Sie ungefähr einschätzen, wie viel Zeit und wie viel Geld Sie in den Kanal investiert haben? Also ich darf meine Gewinne nicht rechnen. Ich meine, Sie können sich ja vorstellen, ich habe also, ich hätte in der Zeit, wenn ich 8 Jahre hochrechne, also locker 70, 80 Anlagen locker bauen können. Und das sind ja Summen, die sind selten unter 20.000. Ne? Also eine Anlage, die hat mal 300.000 Euro gekostet, können Sie ja ungefähr ausrechnen. Ich will jetzt nicht direkt sagen, was ich da verdient hätte, aber das ist erheblich. Ja. Also wenn ich jetzt nichts an ich bin ja nun schon 68 geworden, an Vorräten, sagen wir an Geldvorräten mir oder Gegensicherheiten angesammelt hätte aufgrund meiner fleißigen Jahre, dann würde das ganz schlecht aussehen. Das könnte ich ja sonst gar nicht. Ne? Ich meine, solange Verdienstausfall ist, das schafft ja keiner. Ne? Tja. So sieht das aus. Das ist halt das Hobby. Hobby ist gut. Also, ich bin halt getrieben davon, dass wir sehr schlimme Verhältnisse haben in bestimmten Punkten, die auch nicht gerade in letzter Zeit besser geworden sind. Also es eskaliert ja alles hin, sowohl wirtschafts- als auch finanzpolitisch, allein wenn man das sieht, auf den Crash hin. Da brauchen wir uns ja gar nicht viel vormachen. Keiner kann natürlich sagen, wann er eintritt, aber es sieht ja ziemlich drüber aus mit den ganzen Zahlen, die man da sieht. Und das weitere Problem kam dann eben dazu, also jetzt hier diese ganze Wetterkontrollnummer, die hier läuft, wo wir ja nochmal vielleicht ein andermal drüber reden wollen. Die Kriegssituation ist auch nicht gerade sehr entspannt, ja. Nicht? Amerika sorgt dafür, vielleicht ist es nur Bluff, ich hoffe, es ist nur Bluff, ne? Oder eben Waffengeklingel, der ganze Aufmarsch Richtung Russland, nicht? Dann diese ganzen Eskalationen, die da im Nahen Osten ja immer noch nicht ganz aufgehört haben. Das sieht ja alles nicht so lustig aus, nicht? Und ich habe 5 Kinder und ich sag mir, ich mach's aber nicht nur für die Kinder, sondern überhaupt insgesamt, ich sag mal, die ganze Menschheit kann keinen Krieg gebrauchen. Wir können auch keinen Crash gebrauchen. Aber ich sehe da keine vernünftigen Rezepte, die das aufhalten. Und da Amerika ja in Richtung Krieg jetzt immer dann zu einem Krieg förmlich gezwungen war, ja, zumindest haben die das so gesehen, immer wenn sie pleite waren, haben sie Krieg gemacht. Ja. Und haben sich auch gut saniert dabei. Ich meine, das wird jetzt sehr schwierig werden. Weil wenn sie jetzt mit einem Großkrieg anfangen sollten, womöglich zu zündeln mit China und Russland, da dürfte kein Gewinner bei rauskommen. Klar, das sehe ich genauso. Also, Ihre Webseite, Ihr Kanal ist ja auf den ersten Blick natürlich besonders, haben Sie viel Arbeit investiert zum Thema Geoengineering. Ja. Was sind denn die weiteren Schwerpunkte Ihres Blogs und Ihrer Webseite? Ja, ich sag mal so, die ersten 5 Jahre habe ich mich voll konzentriert jetzt also auf Harp, Chemtrails und dieses ganze andere Zeug, Woodpecker und bin dann natürlich auf Dinge gestoßen, die, das können wir aber dann nächstes Mal vielleicht behandeln, die also einfach irre waren. Also es hat mir natürlich sehr gut geholfen, dass ich so lange bei Greenpeace war, weil ich habe bei Greenpeace also nicht nur eine Abteilung durchlaufen, sondern ich habe also Schwerpunkt war aber auch Energie, Atom. Aber wir haben auch hier zum Beispiel Klärwerke besucht und also sich um Wasser gekümmert, also hier in Norddeutschland auch geguckt, wie sieht das überhaupt aus, wie kommt es zu dem verseuchten Wasser, haben Proben genommen, dann hier mit der ganzen Gülleausbringung und. Luftreinhaltung, also ich hatte eigentlich ziemlich alles auf dem Schirm, auch Klima, das ganze Zeug. Wir haben sogar extern zu Greenpeace oder von Greenpeace, weil Greenpeace da nicht so tief gegangen ist, noch extra eine kleine Gruppe gegründet, um uns die ganze Klimasache anzugucken und kamen dann aber auch drauf, dass da alles Mögliche nicht stimmt mit der offiziellen Darstellung. Bin dann also mit meinem Kanal natürlich dann noch tiefer in der Politik auch eingedrungen, dass ich mich ja im Grunde fast alles behandelt habe, wo ich meine, das müssen die Leute wissen und speziell eben Dinge, die die offiziellen Medien eben kaum beleuchtet haben, aus bestimmten Gründen. Entweder weil eben Lobbyverbände das nicht wollten, sprich die Pharma will ja auch nicht alles berichtet haben. Gut, die Kriegslobby will auch nicht alles berichtet haben, das habe ich bei Greenpeace schon gemerkt. Bei Greenpeace verschwanden also im Jahr 2003, also war es ganz drastisch, mehrere Themen vollkommen vom Schirm. Uranmunition haben sie erst gar nicht angefasst. Und das Vorspiel war halt dabei bei Greenpeace so, dass also wie Schröder noch hier Ministerpräsident in Niedersachsen war, hat er schon mit einem Knüppel gewunken in Richtung Greenpeace, so nach dem Motto, ja, also wenn ihr zu frech seid mit euren Aktionen, dann könnten wir ja mal untersuchen, ob die Spendenabzugsfähigkeit noch gegeben ist vom Finanzamt, ja. Das war natürlich der Geldknüppel.
Und da sind bestimmt auch Hintergrundgespräche gelaufen. Jedenfalls haben wir gemerkt, dass bestimmte Kampagnen einfach eingestellt wurden. Also sprich, wir hatten so eine Nuclear Free Seas Kampagne, wo es also darum ging, die atomare Bewaffnung überhaupt. Auch die Boote haben ja meistens, also hier Flugzeugträger oder größere Schiffe, haben ja alle Atomreaktoren an Bord, das weiß auch kaum einer. Die fuhren teilweise bis nach Hamburg rein, also schön, tolle, riskante Nummer, mitten in eine Großstadt reinzufahren mit so einem Ding, weil die haben kein Containment, da ist ja nun kein Betonbehälter umzu. Wenn da also irgendwas passiert, ja, und sowas ist auch schon passiert, zum Glück aber auf See und so, da liegt nämlich einiges schon unter Wasser, dann wäre das also die Katastrophe per se. Ja, ja, und so, da haben wir halt Aktionen gemacht, aber auch gegen die Polaris-Raketen, die sie da wieder ausprobiert haben. Dabei wurde dann sogar ein Greenpeace-Schiff mal gerammt, hier von so einem Zerstörer, absichtlich. Also da wurden ziemlich fetzige Aktionen gefahren, um eben darauf aufmerksam zu machen. Und das alles wurde dann irgendwann einfach eingestampft. Nicht? Wenn man heute die Seite aufmacht von Greenpeace Hamburg oder auch International, sind bestimmte Themen einfach überhaupt nicht da. Also das Thema Hab gibt es da gar nicht, obwohl die natürlich schon wissen, dass es das gibt. Aber für den Kunden gibt es das Thema nicht. Uranmunition gibt es auch nicht. 2003 wurde noch ein Artikel geschrieben von einem sehr fähigen Menschen bei Greenpeace, aber danach war Schweigen im Walde. Und auch nichts mehr gegen die Kriegspolitik. Greenpeace lässt sich da auch nicht mehr blicken. Ne? Also beim ersten Irakkrieg waren die ja noch vor Ort und haben dann die Schäden da begutachtet, was da so alles passiert ist und so. Ja, das ist einfach schweigendes Land. Also deswegen hat mich Greenpeace bei meiner Aktion ja auch, habe ich ein altes Plakat genommen. Die hatten ja früher immer dieses Plakat Taten statt Warten. Das fand ich auch ganz toll. Bloß da dann also nichts mehr passiert, da haben wir das, habe ich das dann einfach umgeklebt. Also stand dann eben drauf Warten statt Taten. Das fanden sogar die Greenpeace teilweise witzig, wie wir die Aktion gemacht haben. Ja, gut. Im Grunde habe ich da einen großen Mix an Themen gehabt. Wenig Spaß, muss ich sagen, aber trotzdem wurde es ganz gut angenommen, weil ich glaube, bewiesen zu haben, und das hat man auch gesehen unter meinen Videos, wenn man die Kommentare gelesen hat, ich hatte so gut wie keine Leute, auch Trolle haben sich da kaum noch irgendwie ausgetobt, aber kaum Leute, die da groß gemeckert haben. Es gab natürlich mal Verbesserungsvorschläge oder es gab auch Tipps, was ich noch nicht wusste, oder sagen wir mal Leute selber ermittelt hatten, das fand ich auch ganz toll. Aber sonst, im Großen und Ganzen, muss ich da ganz gut angekommen sein. Tja. Ich meine, Sie geben ja auch Quellen an, wenn Sie Dinge behaupten. Ja, klar. Das macht ja im Netz längst nicht jeder so ordentlich. Nein, das sehe ich auch als echtes Problem an. Ich sag mal, das Internet, aber das kann man halt nicht ändern, das ist halt so ein Mix an Leuten da. Viele machen ja nur Spaß da und deswegen ist auch das Thema, also ich sag mal, die ganze Sache mit dem Geoengineering und Chemtrails, Hub und so weiter, deswegen ist es, ich sag mal, der Gegenseite, die das als unglaubwürdig darstellen will, wird es von manchen Leuten leicht gemacht, weil die, also sprich jetzt die Aerosolausbringung, jeden Kondensstreifen für einen Chemtrail halten. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Also man muss da schon mal genau hingucken, sich vielleicht auch mal eine vernünftige Kamera kaufen und die Wetterbedingungen dann eben, ein bisschen was darüber muss man schon wissen, dass zu bestimmten Bedingungen das auch ganz normal sein kann, dass dann mal länger so ein Streifen hängen bleibt. Nicht? Und zu anderen Themen eben auch, es wird also von vielen, und da habe ich viele Leute also teilweise auch schon angerufen, ich gesagt, Leute, ein bisschen Sorgfalt wäre ganz nett für uns alle, ja. Wenn ihr dauernd Flops landet, dann sagen die Leute nachher, ist ja alles Quatsch. Ne? Und das ist natürlich irgendwo schade. Insofern bemühe ich mich zumindest, das halbwegs durchzuziehen, dass auch, wenn ich Videos von anderen übernehme, erstmal abchecke, ist da was dran oder nicht. Und wenn ich auch nur einen Verdacht habe, dass da ja nicht alles Mögliche stimmen könnte, dann lasse ich es auch sein. Ne? Da muss man eben enthaltsam sein. Aber das Wort, das kennen heute ja eh wenige noch, dass man erstmal überprüft und dann brüllt. Die meisten brüllen erst und stellen nachher fest, das war nichts. Ne? Tja. Was haben Sie denn beigetragen? Sie haben auch, Sie haben den Frieden angesprochen. Was haben Sie beigetragen, ja, mit Ihrer Arbeit, mit Ihrer Webseite, Ihrem Kanal zum Frieden? Ja. Also persönlich habe ich erstmal Folgendes gemacht. Ich war schon in der ersten Friedensbewegung dabei. Wir waren schon 1991 in Bonn zu protestieren. Ich habe da auch mitorganisiert. Da hat Greenpeace uns damals schon leider angeordnet. Wir hatten schon alles fertig, auch von der Greenpeace-Gruppe, die ich ja geleitet habe. Ich habe also die Greenpeace-Gruppe in Oldenburg, also von 1987 bis Anfang der 2000er Jahre da geleitet und war dann nachher, weil ich viel zu tun hatte, dann nicht mehr so direkt so oft dabei. Ja, mussten wir die Wimpel einrollen und also Greenpeace wollte da eben nicht erscheinen mit dem Emblem. Der Hintergrund war, dass in USA die Leute damit gewunken haben, dass sie nicht mehr spenden, wenn man also gegen... Natürlich angehalten, auch dann durch verschiedene Filme. Ich habe zum Beispiel mal diesen tollen Film draufgestellt,
es gab so im Ersten Weltkrieg mal, wo dann die Leute tagsüber gegeneinander geschossen haben, aber zu Weihnachten sich dann wirklich mal gemeinsam Hallo? Sind Sie noch dran? Hallo? Okay, hier war gerade eine kurze technische Unterbrechung. Ja, wir waren gerade, Sie hatten gerade gesagt, hatten sich, glaube ich, auf einen Film bezogen oder ein historisches Ereignis, wo in einem Krieg vorübergehend die Feindseligkeiten eingestellt worden sind. Worum ging es da? Ja, genau, das war im Ersten Weltkrieg, wo die Deutschen und die Franzosen sich bekämpft haben und die haben tatsächlich das fertiggebracht. Bei diesem lang andauernden Stellungskrieg, der da betrieben wurde, zu Weihnachten, haben die sich gegenseitig Signale gegeben, also musikalischer Art und so, und haben dann tatsächlich Weihnachten gefeiert. Ja. Das war natürlich überhaupt nicht hoch angesehen bei den Führungsleuten, wie die da spitz gekriegt haben. Ich glaube, da sind auch Leute dann nachher degradiert worden. Aber das ist natürlich ein tolles Zeichen, deswegen habe ich so ein Video mal draufgestellt auf dem Kanal, also um eben auch zu zeigen, weil die meisten wissen das gar nicht mehr, dass es sowas auch gab, dass das auch eine Lösung wäre, dass man sagt, ja, wir haben ja nichts gegeneinander, warum sollen wir jetzt den Befehlen gehorchen und auf uns aufeinander schießen, ja. Und das ist ja sowieso das Ding. Ich meine, wir werden ja so in der heutigen Zeit so manipuliert und das ist natürlich auch mein Betreiben, da was zu sagen zumindest, weil man merkt ja förmlich, wenn man ein bisschen sensibel ist, wie Kriegshetze anfängt, nicht? Wie das lange vorher vorbereitet wird, nicht? Ich meine, man hat ja früher zu Regenszeiten und so, da war das eben das Reich des Bösen, die Russen, nicht? Und der ganze Kalte Krieg, das wurde ja dauernd dermaßen seltsam dargestellt den Völkern gegenüber, wobei die teilweise auch Phasen hatten, wo die gut zusammengearbeitet haben, auch gerade so in Wetterkriegsrichtungen. Und aber es wurde immer dem Volk gegenüber ja, also ein auf schlechte Laune gemacht, obwohl das der Realität manchmal gar nicht entsprach. Ja. Also wir werden, wenn man es ganz klar sagt, ja ziemlich verarscht und das entweder aus monetären Gründen, wirtschaftlichen Gründen oder sonstigen. Und da stecken natürlich auch mächtige Lobbys dahinter, wo wir jetzt schon bei Krieg sind, die natürlich nur dann die Kasse unheimlich gut klingeln haben, wenn sie am besten beide Seiten mit ihren Waffen beliefern können. Und das haben wir ja nun oft erlebt. Nicht? Ich meine, im Zweiten Weltkrieg, was ist gelaufen? Amerika hat Russland immer nur so weit mit Waffen beliefert und auch mal ein bisschen gedrosselt. Und hat auch Deutschland beliefert, also über U-Boote sogar dann, also mit Sprit-Ergänzungsstoffen, die wir nicht hatten. Ford hat LKWs geliefert und also da sind ja Sachen in jeden Kriegen gelaufen. Nicht? Was ist dann späterhin noch gewesen, was der Neuzeit etwas näher ist, wie der Iran-Irak-Krieg da angeleiert wurde, hat Israel den Iran beliefert mit Ersatzteilen, Munition und solchen Geschichten, also hauptsächlich Ersatzteile für Kriegstechnik halt. Und ja, Amerika hat halt den Irak beliefert, ja, und so geht das natürlich, kann man Kriege auch in die Länge ziehen und das selbst der Vietnamkrieg und diese Dinge hätten ja nicht so lange gedauert, wenn nicht die Waffenlobby über ihre Politik, die da im Hintergrund läuft, dafür gesorgt hätte, dass das alles möglichst schön lange dauert. Das ist eben das Traurige und da werden eben Leute verheizt, ne? Und der normale Mensch kann sich gar nicht vorstellen, dass das mit Mensch, das machen die mit den eigenen Leuten, ja, nicht? Deswegen ist es ja auch so ungeheuerlich. Ja gut, und diese Dinge habe ich halt eben auch gebracht und das gefällt natürlich bestimmten Kreisen gar nicht. Ne? Haben Sie denn viele Dinge sichern können, sodass Sie zumindest bei Bedarf die auch wieder präsentieren können und sich da nachfassen? Ja, also wie ich anfing, ich sag mal mit der härteren Aufklärung, dann 2004 oder 2005, war mir das klar, dass ich da mich mit bestimmten Leuten anlege. Und das habe ich auch bestätigt bekommen, ich will jetzt nicht sagen von welcher Seite, aber ich weiß genau, wer hinter mir her ist. War mir ja klar, dass ich also A, alles sichern muss, zweitens aufpassen muss, wo die Grenzen sind, wo es richtig kriminell wird, das Ganze. Weil wenn sie sich da mit einem industriell-militärischen Komplex anlegen, das ist ja nicht so witzig. Ich bin jetzt zwar nicht die ganz große Nummer, aber durch die steigende Aufmerksamkeit der Leute und das ernst genommen werden, wird man natürlich für die Leute auch unangenehm. Und das habe ich dann auch zu spüren bekommen, dass also dann immer mehr die Presse sich bei mir einstellte. Und dann, ich war ja noch, ich sag mal, naiv war ich sowieso von Anfang an nicht. Aber mit dieser Infamie, die sich dann da rauskristallisierte, habe ich natürlich nicht mitgerechnet. Ne? Dass sie, ich meine, vom Deutschlandradio war einer da, das war noch relativ harmlos. Nicht? Aber wir haben ja dann Sachen erlebt, also hier Kerner-Show oder Spiegel-TV und so weiter, kann man nachher vielleicht noch ein bisschen näher dran, ja, darauf eingehen. Die haben sich also wirklich ganz tolle Stückchen geleistet. Nicht?
also bei Spiegel TV, gut, das kann ich jetzt ja schon mal eben erzählen, das müsste auch noch, nicht auf meinem Kanal, aber im Internet rumschwirren. Die haben hier 3 Stunden gefilmt, mit allen Vorgesprächen habe ich alles mitgefilmt, weil ich ja wusste, dass sie mich reinlegen werden, versuchen werden jedenfalls. Also selbst die Vorgespräche habe ich also im Ton mitgeschnitten, wo ich verlangt habe, ich mache also hier mit euch nichts, wenn ihr nicht die Dokumente zeigt. Die haben die auch alle brav abgefilmt, aber gezeigt haben sie es nachher nicht, haben sie also gebrochen. Also das ist ein Video, das heißt, wen das mal interessiert, das müsstet ihr auf jeden Fall finden nochmal im Netz. Das heißt Spiegel TV unzensiert und ungekürzt. Also das ist wirklich ein Beispiel, wo man genau sehen kann, wie die Brüder arbeiten. Ja. Und ja, das habe ich halt vielfach erlebt. Und die neueste Gegenwart, da kann man ja nachher nochmal drüber reden. Zu den Filmen, also gesichert haben wir alles. Also ich habe jedes Video, was wir selber hier irgendwie bearbeitet haben, haben wir auf Festplatten. Und ja, wir haben allerdings schon mal durchgeguckt. Ich glaube, es sind also 3.000 bis 4.000 Filme, die mit mir zu tun haben, schwirren über sowieso im Netz rum. Weil viele Leute, die fanden die Sachen halt gut und haben die dann eben runtergezogen und wieder reabgeloadet. Das übrigens mal an die Community, macht das öfter, Leute. Zieht das runter, ihr wisst nicht, egal von wem das Video ist, ob es sich ganz verschwindet. Weil ihr kennt ja diese schönen Anzeigetafeln, in diesem Land ist dieses Video nicht zu sehen für sie, ne? Oder so ähnlich klingt das dann immer. Also Zensur, das haben wir nun schon seit Jahren. Das ist die eine Sache. Und eben, damit das eben nicht ganz verloren geht, ne? Also auch vielen Dank nochmal für die Leute, die die Sachen wieder hochgeladen haben. Insofern stehen wir jetzt nicht ganz auf dem Schlauch. Ich kann mich da ein bisschen zurücklehnen und sagen, naja, so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Also da ist eine Menge noch im Netz von mir zu sehen. Das ist beruhigend. Ja, ich denke, dass es vielleicht auch wichtig ist, auf einer Sachebene zu bleiben und Menschen nie persönlich anzugreifen und nur Handlungen aufzuzeigen, die nicht gehen, was sich ändern muss. Naja, klar. Ja gut, das ist natürlich so ein Problem. Sie bedingen sich ja aus und sie, also ich sag mal so, also ich bin sowieso nicht der Mensch, der andere angreift. Ich versuche immer im Konsens irgendwie klarzukommen, also auch mit ganz konträren Gegenstimmen habe ich gar kein Problem, weil man lernt immer dazu. Ist ja gar kein Ding. Manchmal stellt man ja auch fest, Mensch, so weit ist der gar nicht von mir entfernt in der Meinung, das sah nur so aus. Ja. Und aber es ist schon heftig, also mit was für Methoden da jetzt gearbeitet wird, mit Diffamierung und so weiter. Also wir haben jetzt das neueste Ding erlebt, also gut, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, wo also Folgendes passierte. Ich bin jetzt ja schon immer mit spitzen Fingern mit der deutschen tollen Presse hier im Gange. Da meldete sich ein Journalist halt von mitteldeutschen Fernsehen, also ein Team, und wollen etwas aufnehmen. Dann habe ich denen gleich gesagt, also Leute, ich mache es nur unter den und den Bedingungen und das habe ich schon erlebt, das müsst ihr auch verstehen. Und wenn ihr mir zusichert, dass das, was ihr aufnimmt bei mir, ihr nachher schön säuberlich aufschreibt, also so ein Wortprotokoll macht, und mir dann zustellt und sagt, was ihr da verwenden wolltet. Das haben wir oft brav gemacht, das fand ich auch ganz toll. War ich gar nicht mehr gewohnt von Westdeutschland, also die Ostler sind da anscheinend noch etwas genauer und fairer. Bloß was dann passierte, war eben gar nicht mehr witzig. Die haben dann das Ding natürlich, also und für den Schnitt und so sind eben für den Endschnitt ja auch diese Leute, die hier kommen zum Filmen, gar nicht zuständig. Die wundern sich manchmal selber, was dann dabei rauskommt. Also das wurde dann auch ziemlich, ja, übel zurechtgeschnitten. Wobei der Beitrag vom MDR, also den ich verifiziert hatte und unterschrieben hatte ja auch mit Rechten und so, das ging eigentlich noch. Dann kam aber Fakt, hat sich irgendwie dieses Material eben aufgegriffen, hat also so einen Kurzbeitrag gemacht, haben mir nur 58 Sekunden Sprechzeit gegönnt und haben dann auch noch wichtige Stellen überdeckt mit einer Sprecherinnenstimme. Also es war ein richtig übles Ding. Und haben mir dann also so Dinge unterstellt, also auch fast so eine Art rassistische Hasskommentar oder sowas, haben aber das vollkommen rausgeschnitten aus einem Vortrag, den ich bei dem Honigmann gehalten habe. Nicht über Chemtrails diesmal, sondern da ging es also schon darüber, also jetzt diese ganze Einwanderungsgeschichte, wo für mich vollkommen klar ist, das Asylrecht muss vollkommen bestehen bleiben. Das könnte man sogar vielleicht noch ausweiten, das wäre gar nicht das Ding, für Leute, die wirklich Asyl brauchen.
Wogegen ich bin, da habe ich mich aber auch ganz klar aus dem Fenster gelehnt, ist natürlich also jetzt eine maßlose Einwanderung. Und ich habe dann aufgezeigt, wie in den Jahren davor das schon vorbereitet wurde, dass eben die UN quasi dieses Papier schon geschrieben hat mit Migration und uns eben empfohlen hat, also 11,4 Millionen hätten wir zu nehmen. Und da stand ja wörtlich in etwa so drin, auch gegen den Willen der Bevölkerung müsste das durchgesetzt werden. Und die Begründung war eben, also um Wirtschaftswachstum zu fördern. So ganz kurz. Man kann das Papier ja abrufen auf der UN-Seite. So. Und also im Laufe dieses Vortrags da quasi haben die da einen ganz kurzen Clip rausgeschnitten, vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen und mir dann um die Ohren gehauen. Und haben, und da kann man da auch die Planung dran sehen, dann ein zweites Team losgeschickt, weil dieses Team war wirklich top. Ich kam da gut mit denen klar. Es waren drei junge Leute, die beauftragt wurden, das zu filmen bei mir. Und haben extra ein Team losgeschickt dann nochmal, um da was zu konstruieren. Und zwar sind die unter anderem dann eben bei dem grünen Landtagssprecher der Grünen im Niedersächsischen Landtag aufgetaucht, haben denen dann wohl diesen kleinen Clip da nur vorgespielt und dann ist er gleich durchgestartet und ich gesagt, ja, nee, also das geht ja gar nicht und so. Und so einer hat ja überhaupt nichts in irgendeiner demokratischen Partei zu suchen. Ja, so. Und gut, das wird auch noch ein Nachspiel haben, das ganze Ding. Aber so wird eben leider gearbeitet. Also ein absoluter, man muss wirklich schon sagen, Gossenjournalismus, der da läuft. Und meistens laufen solche Beiträge dann ja auch noch nicht irgendwie so alleine über ein Thema, sondern sie packen 3, 4, 5 Themen zusammen, die möglichst unwahrscheinlich und verquält klingen, ja, und packen dann, wenn sie einen, sagen wir mal, unmöglich machen wollen oder unglaubwürdig machen wollen, mitten da rein. Die Ankündigung ist meistens dann auch schon der Gestalt, dass man dann also so vor sich hinredet, so nach dem Motto, bei Kerner haben sie es gemacht, bei Spiegel TV auch, ja, glauben sie denn wirklich, dass sowas möglich ist? Also wird gleich von vornherein suggestiv so gesetzt, naja, das ist sowieso alles Quatsch. Und was dann eben folgt, so ein Umfeld, ist auch ziemlich unglaubwürdig für die normalen Leute. Das ist schon dickes Ei. Naja, jedenfalls der Volker Bajus hier vom Landtag, das war aber keine Erstlingstat von ihm, hat dann ja weiter das noch aufgebauscht, indem die haben so lange also im Netz rumgesucht, bis sie, ich sag mal wirklich, also einen Wirrkopf gefunden haben, der dann irgendwo auf Facebook oder so dann getönt hat, ja, da müssen wir die Flugzeuge, müssen wir irgendwie abschießen oder so. Und ein anderer hat dann so einen Kommentar losgelassen, ja, ich kaufe mir jetzt einen Laserpointer und dann, ja, dann mache ich da was. Ja. Absolut quirlige Schiete, muss man sagen. Und dann sagt er aber dann wieder, haben sie dann einen eingeblendet, der also dann irgendwie renommiert sein soll. Ja, das geht also nicht um diese normalen Laserpointer, die die Leute so kennen, sondern es gibt auch extrem starke Laserpointer. Dann blendeten sie so ein, ja, so ein Ding aus dem Netz ein, wo man die Dinger kaufen kann. Also, wenn die wirklich gefährlich wären, dann hätte man das gar nicht so zeigen dürfen. Jedenfalls, da stand dann also Laserpointer 5000 Milliwatt. Ja, von den Leuten, die das sehen, die wissen meistens nicht, wenn sie keine Techniker sind, was das überhaupt bedeutet. Also Milli heißt Tausendstel, also 5000 Milliwatt sind 5 Watt. So, ich habe dann also in der Entgegnung habe ich geschrieben, also Leute, das ist die Kraft von 2 Glühbirnen, die du im Fahrrad vorne im Scheinwerfer hast. So, und damit schießt du garantiert kein Flugzeug ab, ist doch vollkommen klar. Die haben dann gesagt, ja gut, man kann einen Piloten blenden und. Gut, jetzt kam raus, weil es schon wieder so einen Beitrag gab irgendwie, dass sie die Pilotenvereinigung jetzt tatsächlich gefragt haben und es gibt tatsächlich Leute, die so einen Blödsinn machen. Es gibt ja auch so Spotter, die also da dauernd nur Fotografien machen von Flugzeugen und warum die da mit dem Laserpointer rummachen, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es da ab und zu mal dazu gekommen, dass tatsächlich da irgendwelche Blendwirkungen eintraten. Aber es gab nur einen Fall von 500 Fällen, die irgendwie da in der EU mal festgestellt wurden, wo da irgendwie mal einer geschädigt wurde. Also die Augen verblitzt oder sowas. Naja, aber es wurde halt so hoch gepusht. Und der Volker Bajus dann auch so, ja, also wenn man jetzt Flugzeuge zum Absturz bringen würde und Leute gefährdet, ja, das geht ja nun gar nicht. Und es wurde dann also richtig in die terroristische Ecke geschoben und mir dann quasi unterschoben, ja, da ich ja quasi hier jetzt so der Hauptbetreiber von dieser Kritik gegen diese ganzen Wettergeschichten bin, hätte ich ja eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass solche Leute also da nicht sowas machen. Ja, wie soll ich das denn machen? Ja. Ich meine, selbst wenn einer da irgendwas vorhätte, ich meine, ich kenne die Leute ja gar nicht. Also ein absoluter Quirlscheiß, den die da gebracht haben. Und das ist eigentlich ja, für einen, der im Landtag da eine relativ führende Stellung einnimmt, also eigentlich nicht angebracht, da so rumzutönen. Das fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Doppelt enttäuschend natürlich, dass er auch noch ein grüner Parteikollege ist. Ich bin ja seit 31 Jahren bei den Grünen halt immer noch.
Und das fand ich schon ziemlich unmöglich. Im Hintergrund, die Kommentatorin sagt dann, ja, es würde ja auch schon ein Parteiausschlussverfahren gegen mich laufen. Ja, das fand ich ja noch toller, da wusste ich ja selber noch gar nichts von. Also ich hatte den Faktbeitrag gar nicht gesehen, das war ja auch gar nicht angekündigt, weil der 2 Tage vor dem vereinbarten Termin gesendet wurde mit dem MDR. Ja, und das war natürlich, das war total der Hammer. Dann rief mich jemand an, Mensch, hast du gesehen, du warst bei Fax? Nö, Fax, nö, habe ich natürlich nicht gesehen. Ich gucke das Ding an und erfahre aus dem Fernsehen, dass ein Parteiausschlussverfahren gegen mich läuft. Also das war total irre. Und ja, die Grünen in Oldenburg tauchten dann auch gleich ab, weil ja keiner wieder dafür verantwortlich sein wollte. Und die Story, die werde ich also nochmal ausführlich zum Besten geben im Internet, was da an unmöglichen Sachen passiert ist. Ne? Ich bin also jetzt gerade dabei, hier lange Sachen zu schreiben, was sie mir da pseudomäßig vorwerfen. Ich konnte also, soweit ich das sehe, fast alles aushebeln, weil die haben jetzt bei der sogenannten Beweisführung, ja, Quellen benutzt, also Psiram zum Beispiel, das ist der Nachfolger von ESOWATCH. ESOWATCH ist ja dann eingestellt worden irgendwann, weil da dermaßen viele Klagen liefen wegen Verleumdung und so weiter. Also absolut schlimmes Ding. Sonnenstaatland wurde dann irgendwie als Quelle genannt. Die sind ja noch krasser drauf. Die haben unter anderem, die sind neulich mal gehackt worden von irgendwelchen Leuten. Und dann kam man an interne Unterlagen von denen ran. Die werden auch staatlich bezahlt, das muss ich mir vorstellen. Die meisten kennen den Laden gar nicht. Und da sind dann tatsächlich Anleitungen drin, also ziemlich geheimdienstmäßig aufgebaut. Also wie beobachtet man Leute, wie verhält man sich mit dem Auto, dass das nicht auffällt und all solche Tipps. Und das Schärfste war, an Papier, ich will da jetzt nicht das auswalzen, aber das lese ich mal kurz vor, ein Papier von Sonnenstaatland, und zwar in der Ecke unten links steht auch SSL, also das ist ganz klar, das ist nicht von irgendjemandem, das war ja auch auf deren Seite, da steht drüber, wirksame Zersetzungs- und Einschüchterungsmaßnahmen gegen Zielpersonen, in Klammern ZP. Dann wurde dann definiert, also wie man gegen die Zielperson direkt vorgeht, gegen Freunde der Zielperson, gegen Verwandte der Zielperson, gegen sonstige Kontakte, gegen Arbeitgeber und so weiter, mit fingierten Briefen, mit Unmöglichmachen und. Aber auch direkte Tipps, wie man mit den Leuten umgeht, bei einer persönlichen Begegnung absichtlich oder zufällig herbeigeführt, Drohung, Ausübung körperlicher Gewalt, Schlagstock, Pfefferspray und so weiter, massive Drohungen. Und dann auch Anrufe, wenn jemand eine Frau hat und unterstellen, ja, der ist mit der und der Frau gesehen worden und so. Also wirklich Zersetzung. Man steht auch drüber, wirksame Zersetzungs- und Einschüchterungsmaßnahmen. Also mit solchen Sachen hat man zu tun und sowas wird dann teilweise als Quelle benutzt. Also bin ich nur am Staunen. Ja. Also entweder muss man eine hohe Naivität unterstellen von denen, die solche Quellen benutzen, oder Absicht, was noch schlimmer wäre. Unten steht dann unter dem Papier, diese Auflistung ist unvollständig und soll unsere Außendienstler zu selbstständigen, zielgerichteten und effektiven Zersetzungsmaßnahmen gegen fast alle beliebige Zielpersonen befähigen. Wichtig dabei ist, dass die Zersetzungseinsätze nie alleine zu fahren sind, sondern mindestens zu dritt und so weiter. Absicherung und so. Also man hat es da schon mit sehr komischen wie soll man es mal sagen, Figuren zu tun. Also das habe ich jetzt in diesem Fall wieder gelernt. Mit sowas habe ich natürlich gar nicht gerechnet. Ja. Wer hat sich da nochmal drauf berufen und wie hieß diese Seite genau? Also das ist Sonnenstaatland, wie man spricht, nennt sich das. Ja. Und die gerieren sich natürlich so, als wenn sie jetzt auch also eben Leute beobachten, die dann irgendwelche weiß der Himmel, gesellschaftsschädliche Sachen unternehmen und so, aber in Wirklichkeit machen sie selbst die schlimmsten gesellschaftsschädlichen Sachen, indem sie da hier Geheimdiensttätigkeit vollbringen und wie gesagt, also jetzt Drohung, körperliche Gewalt und so weiter kann irgendwie kein normaler Laden sein, wer solche Papiere da hat. Es sind übrigens auch Rechnungen gehackt worden, woraus dann hervorging, wo die ihre Gelder herkriegen und so. Das war ziemlich umfangreich, was da gehackt wurde. Ich will jetzt aber nicht in der Breite drauf eingehen. Aber es war eben hochinteressant, was da so alles eingesetzt wird, um Leute mundtot zu machen. Ich bin selbst übrigens auch von der Antifa schon mal täglich angegriffen worden. Ich habe also nur eine Demo gefilmt. Und das mögen die aber nicht so gerne, der schwarze Block, wenn sie da mit ihren Transparenten rumlaufen, also diese antideutschen Sprüche. Ne? Und ich nenne nur mal so ein Beispiel. Da gibt es zum Beispiel, also die hat noch mal eine Internetseite, sowas wird aber nicht verfolgt, ja, komischerweise, wo aufgerufen wurde, also vergewaltigt deutsche Frauen, um das deutsche Erbgut zu schädigen. Das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, wie irre das ist, ja. Aber solche Figuren gibt es. Die schreiben das nicht nur, die meinen das auch so. Ja? Und das ist ein öffentlicher Aufruf zur Vergewaltigung, das müsste eigentlich sofort strafverfolgt werden. Die sind dann auch angezeigt worden. Ich habe die Jungs da auch mal angezeigt. Das hat jetzt aber nichts mit der Oldenburger Antifa-Szene direkt zu tun. Aber so Sprüche haben die immer dann schön mit. Und da schreitet auch keiner ein. Dafür die Polizei mit, das ist vollkommen in Ordnung, wenn man hier also
Also in Hamburg ist ein ganzes Dach gemalt, mit die ganzen Ziegel da mit einem Riesenaufschrift da, Deutschland verrecke und solche Geschichten. Und bei Demos werden solche Sachen geschrien, da kümmert sich kein Mensch drum. Also scheint toleriert zu werden. Also ich finde das total wichtig, dass es seriösen Antifaschismus gibt. Und ich finde, das sollte nicht mit Hate Speech vermischt werden. Weder Hate Speech gegen Minderheiten noch Hate Speech gegen Deutsche. Genau. Also es ist ja so, wir haben ja so Aktionen mit der Antifa gemacht damals. Also aber das war eine ganz andere Antifa, nicht? Also vor 30 und auch vor 20 Jahren noch. Also was da heute rumläuft an Volk, das ist ja dermaßen politisch haben die in der Regel keine Ahnung, die Brüder, ja, also die Masse jedenfalls, das Fußvolk da, mögen ja einige wenige dabei sein, die noch politisch überhaupt durchblicken, dass sie überhaupt wissen, was machen die da überhaupt. Weil wir haben zum Beispiel Aktionen gemacht, zusammen mit Leuten also aus der Szene, wo die Munitionstransporte hier von Norden Hamm, vom Midgardhafen dann immer, wenn die Amerikaner sind ja dauernd am Krieg treiben, da haben wir versucht, dann die Bevölkerung aufmerksam zu machen, Mensch, über euren Hafen laufen jetzt hier die waffentechnischen Sachen wieder. Nicht? Oder Bremerhaven und so. Nicht? Also mit den Leuten konnte man ja auch punktuell zusammenarbeiten. Das ist ja gar nicht so, ich bin jetzt ja nicht irgendwie... Ich rede eigentlich mit jedem und wir können auch punktuell mit Sachen zusammenarbeiten, wenn wir gemeinsame Interessen haben. Aber was da jetzt so rumläuft, ich wundere mich bloß, wieso die alten Antifa-Leute, die da noch ein bisschen was im Hirn hatten, da sich nicht mal äußern und sagen, sag mal, Leute, so geht's ja nicht. Ja? Kommt ja alles in ein schräges Bild. Nur noch Schreiparolen oder auch in Oldenburg haben wir Friedensdemungen gemacht, waren nicht viele Leute von uns, 15 Leute vielleicht so. Und dann tauchten die auch gleich wieder mit 10 Leuten auf und waren da nur am Rumkrakeelen und am Stören und am Schreien und also. Das ist ja keine politische Auseinandersetzung. Ja? Das ist doch alles Müll. Ja? Und aber das scheint vollkommen toleriert zu werden. Nicht? Das ist, da schreitet keiner ein. Das wird mit zweierlei Maß da gemessen. Und ich weiß sowieso nicht, was das soll, gegen Friedensdemos zu sein. Ne? Naja. Aber ich meine, wer solche Sprüche schreibt, ich habe das in Dresden mal erlebt. Ich bin mal extra nach Dresden gefahren, um mal zu gucken, was ist da los, also Richtung Antifa und so. Und wenn man dann da so Transparente sieht, wo drauf steht, also Bomber Harris, do it again. Oder ein Plakat, wo drauf stand, alles Gute kommt von oben und da sind dann Bomben abgebildet. Und das an diesem Tag, wo quasi, also Jahrestag da zur Bombardierung von Dresden, da fragt man sich ja noch, haben die noch alle Mummeln im Kopf? Weil ich meine, wenn ich jetzt quasi förmlich verlange, schmeißt du Sommerbomben auf den Kopf, ja, dann kriegen sie die auch auf den Kopf. Also was sind das für Geisteskinder? Ne? Also da, aber auch da wird nicht eingeschritten. Da hat es Leute gegeben, die haben die dann angezeigt, ja, Verfahren eingestellt. Das ist keine Volksverhetzung. Also Aufruf zum Massenmord. Nee. Also das ist einfach nur verrückt. Aber der normale Bürger kriegt das alles nicht mit. Man muss da eben mal vor Ort gehen und sich das angucken, dann kann man es beurteilen. Ja, ich hab auch die Bilder in der Presse gesehen mit dem Bomber Harris. Ich finde es heftig. Also ich bin der Meinung, da muss das gleiche Maß gelten, wenn man gegen Hate Speech geht. Es darf gegen niemand Hass verbreitet werden. Ja, und die Praxis sieht leider anders aus. Ne? Wir haben es ja direkt erlebt. Die können da eiskalt, das war eine Demo, da war so der Bürgermeister dabei in meiner Ansprache. Da ging es also um Willkommenskultur und so. Ne? In Oldenburg waren, glaube ich, 2000 Leute da. Der hat da eine Rede gehalten. Und dann marschieren die da an dem Zug da mit so einem antideutschen Spruch rum. Die Polizei fährt dann daher. Und selbst, also wie, ich habe das dann dokumentiert, aber das mochten die wohl nicht, dass ich die filme da. Ne? Und dann haben die sich erst bei mir vor der Kamera aufgebaut, so zwei kräftige Kerls. Und gut, dann bin ich da weggegangen, weil das da keinen Sinn machte. Bin ich dann beim Postgebäude so eine Außentreppe hoch, so eine Fluchttreppe halt und habe von da aus gefilmt. Während ich beim Filmen war, kamen von hinten zwei, die habe ich ja gar nicht bemerkt, da kam gleich eine Faust auf meine Kamera von hinten gedonnert. Dann haben die mir noch ein Bein gestellt, weil ich die Treppe dann noch runter wollte. Bin ich noch fast hingefallen. Unten haben mich dann drei, vier Leute noch empfangen, haben mir dann gleich Sprudel da über die Kamera gegossen und solche Sachen. Da fuhr die Polizei dann daher im VW-Bus. Da habe ich gesagt, hier, das und das ist ja gerade vorgefallen. Da vorne läuft einer von denen. Wollen Sie nicht mal eben aussteigen? Nö, wollen Sie nicht. Sie wollen nicht eskalierend wirken. Aha, fand ich ja sehr interessant. Dann bin ich also da weiter mit dem Auto mitgegangen. Da habe ich gesagt, sag mal Leute, die haben mich dann nachher hinten reingelassen, nicht weil ich Angst hatte, sondern ich wollte ja, dass die einschreiben. Gut, sie selber wollten nicht, hatten wahrscheinlich Anweisungen. So, dann haben sie also so einen Zivilisten geholt, also einen Zivilpolizisten, und der kam dann, setzte sich auch noch rein ins Auto. Ich gesagt, ja gut, dann können wir jetzt einmal hinmarschieren, da vorne läuft einer mit einer braunen Jacke, der war wohl dabei. Von hinten konnte ich das nicht voll erkennen, aber es sah so aus. Nein, auch der stieg nicht aus. Ja, da fragt man sich, was ist denn hier los? Ist man da vogelfrei oder? Ich habe denen ja nichts getan.
Ich wollte das nur dokumentieren, was da läuft. Aber jetzt nicht irgendwie, um das jetzt gegen die auszulegen, sondern ich wollte nur die ganze Rede habe ich aufgenommen vom Gewerkschaftsmenschen, vom Bürgermeister. Ja, halt eine Dokumentation über diese ganze Demo. Aber die haben wirklich, denen tut keiner was. Das ist, und das ist nicht der einzige Fall. Wir haben da ganz andere Geschichten. Wir haben hier einen Fall gehabt, da ist einem das Auto abgefackelt worden, also alles nicht so witzig. Und das waren jetzt nicht irgendwelche rechten Leute, oder wo man dann sagt, das könnten ja Nazis gewesen sein und auf die haben die jetzt einen Hass oder so. Ich meine, ich bin, wie gesagt, seit 30 Jahren bei den Grünen, das ist man normalerweise ja nicht, wenn man die Nazi-Kappe aufhat. Ne? Tja, so sieht's aus. Also, was ich kenne, ist, dass man versucht, an Leute, die zu gemäßigt sind, die man nicht in die ganz linke oder ganz rechte Ecke stellen kann, einfach mal jemanden daneben zu stellen, der aus so einer Ecke kommt. Naja, klar. Also, ja, oder einfach zu behaupten. Ich meine, die behaupten ja Sachen von mir, das ist ja nur noch irre. Ja. Das ist, aber da macht ja, inzwischen macht ja da, also machen ja staatliche Institutionen dabei so kooperativ mit. Das ist ja der Gag auch noch. Also jetzt, um mal bei der Montagsdemo in Oldenburg zu bleiben, die Antifa-Leute, die vorher da rumkrakeelt haben und wo wir gesagt haben, zeigen Sie mir mal, ob die jetzt eine Demo-Genehmigung haben, weil wir hatten die, ja, hatten die natürlich nicht. Und dann sind die immer näher an uns reingerückt, bis sie also uns direkt fast auf die Füße getreten haben. Ich sagte, schreiten Sie doch mal bitte ein, ja, und weisen Sie die zumindest ein, dass sie mal 10 Meter weggehen hier von uns. Das wollten die nicht. Da musste ich erst massiv werden und gesagt, wenn sie das jetzt nicht machen, dann rufe ich ihre leitende Stelle an. Das kann ja wohl nicht angehen, was passiert hier. Also man merkt richtig, da ist, ich weiß nicht warum, entweder eine Art von Kooperation da, oder die wollen es da nicht irgendwie verderben, oder politisch, ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Auf jeden Fall, die haben nachher schön freundlich miteinander geredet, die Antifa mit denen und so weiter, und wir wurden nur behindert. Ja? Also das ist nicht mehr witzig. Ne? So sieht's aus. Das ist die Praxis. Und das ist ja nicht nur in Oldenburg so. Das läuft, ich kriege ja viele Telefonanrufe, was da so als sich abspielt. Ne? Das ist schade. Normalerweise müsste mit gleichem Maß gemessen werden. Ja, was ja auch oft gemacht wird, gegenüber kritischen Stimmen, genauso ein Wort, also ähnlich undefiniert wie Hate Speech, ist Verschwörungstheorie. Mir fallen mindestens 3 verschiedene Deutungen ein, was das sein soll. Und dann wird da manchmal einem so ein Wort an den Kopf geworfen von Leuten, die zu faul sind, sich einen Text durchzulesen und sich ein Bild zu machen, ob das fundiert ist, sondern einfach nur, habe ich noch nicht gehört, muss Verschwörungstheorie sein. Genau. Ich hatte ja als Leitvideo eine super Aussage drauf von Hermann Scheer, ja? Der quasi, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ging immer auf, wenn die Leute das erste Mal auf dem Kanal waren, wo er so sagte, ja, man sagt immer Verschwörungstheorie, wenn man also irgendein Thema wegbügeln will, so. Also etwa sinngemäß hat er das so gesagt. Und ich habe es glaube ich sogar wörtlich hier. Moment. Es gibt natürlich einen Totschlagsbegriff Verschwörungstheorie, sagte er, der alles abtun soll und was in dem Zusammenhang an Vermutungen, konkreten Verdachtsmomenten und so weiter da ist und womit man ja und womit dann ja unterstellt wird, indirekt mit diesem Totschlagsbegriff, es gäbe keine Verschwörung. Aber natürlich gibt es Verschwörungen, selbstverständlich. Und die beste Möglichkeit von Verschwörungen abzulenken, ist einfach zu sagen, ach, Verschwörungstheorie, aus der Luft gegriffen, irgendwie herbeifantasiert oder so etwas. Aber die Vorgänge, die nun wirklich einigermaßen dokumentiert sind, sind alles andere als Verschwörungstheorie. Es waren Verschwörungen. Die Aufgabe bleibt, dass institutionelle Vorkehrungen getroffen werden müssen, die allesamt mit Transparenz zusammenhängen, damit sich eine Demokratie vor ihren Unterminierern schützen kann. Und dann hat er was ganz Gefährliches gesagt. Der Feind sitzt innen, heute mehr denn je und nicht mehr außen. Er sitzt mehr denn je innen. So. Also innen in einem selber, dass man selber unbewusst ist? Nein, in der Regierung. So ist das zu verstehen. Und der hat ja auch, ich meine, ich will jetzt nichts unterstellen, aber er ist seltsamerweise ein paar Monate danach verstorben. Ich meine, das muss jetzt nichts miteinander zu tun haben, aber er hat bestimmt, er hat sich sehr angelegt. Er hat sich auch mit der, ich will jetzt auch keine Verschwörungstheorie jetzt hier produzieren. Es war bloß sehr seltsam. Er hat sich massiv natürlich eingesetzt für regenerative Energien, ist natürlich der Energielobby dermaßen auf die Füße getreten und hat denen auch Umsatz gekostet. Das muss jetzt aber nichts mit seinem Tod zu tun gehabt haben. Ne? Aber ich sage mal, er war ein aufrechter Mann, der auch, bin extra mal nach Hamburg gefahren zum Vortrag von ihm und habe ihn auch hier mal, wie er in Oldenburg war, da saßen wir auch mal in einer Kneipe beisammen. Der hat auch die eigenen Leute ja nicht geschont. Wenn die Mist gebaut haben bei der SPD, hat er es auch benannt. So, solche Leute findet man ja selten.
Ja. Und soweit ich weiß, war er ja auch mal für ein höheres Amt, also war er sowieso schon ganz gut aufgestiegen da, als Wirtschaftsminister irgendwie angepeilt. Das durfte natürlich nicht passieren. Ne? Und wenn man sich die Reden mal anhört von ihm, also er hat da wirklich fast getobt manchmal, speziell jetzt gegen die Atomlobby, die ja quasi diese Rückstellung von zig Milliarden hatte, ja, die sie nicht versteuern brauchten und was weiß ich alles. Und er hat darauf eben ganz deutlich hingewiesen, dass das eigentlich ein Unding ist, was da passiert. Ne? Und so. Ne? Also gut, also ich halte nach wie vor viel von dem Mann, er ist leider eben verstorben, das ist eben schade. Nicht? Aber er hat sich wirklich voll engagiert, war mit Herzblut dabei, weil das findet man ja heute nicht mehr so viel. Ne? Ja. Ja, und er hat es gewagt, das auch zu sagen. Ja. Ich meine, das ist ja nun ein Ding, das ist nicht gut angekommen, was er da gesagt hat. Er hat sich da, das war im Rahmen eines Interviews, wo er sich über die NATO-geführte Geheimarmee Gladio ausgelassen hat. Das fasst ja auch keiner an von Politikern, ja? Auch wenn sie es wissen, dass sowas passiert. Da gibt es ja gute Vorträge hier von dem Schweizer, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der auch hier bei der 9-11-Konferenz in Berlin dabei war, da war ich auch schon mit dabei. Ich habe das übrigens alles dokumentiert, das hat ja keiner andere geschafft, wir haben die Dokumente davon. Darf ich an einer Stelle korrigieren? Ja. Zumindest kurzzeitig haben sehr wohl Politiker Gladio angefasst, da gibt es eine Resolution vom Europaparlament, aber es ist wieder eingeschlafen. Ja, ja, nein, ich sage auch nicht, dass es keiner angefasst hat, aber ich sag mal, in der Breite wurde das nicht richtig verfolgt. Ne? Das stimmt auch so, oder? Ja, es ist nicht mehr, die sind nicht dran geblieben richtig am Thema. Genau. Das Europaparlament hat sich beschwert und wollte Aufklärung, was da gelaufen ist bei der NATO. Und danach wüsste ich nicht, dass das Europaparlament als Ganzes danach nochmal irgendwie nachgehakt hätte. Genau. Also in Italien ist da einiges passiert. Ja. Da hat sogar der damalige Ministerpräsident hat das ja sogar im Fernsehen gesagt, ja, dass es so war, ja, diese Dinger. Und das hing ja auch mit Aldo Moro, mit dem Mord und dem ganzen Zeug. Da sind ja auch so komische Sachen da gelaufen. Da kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ob da Gladio jetzt voll drin stand. Das ist ja nicht voll nachgewiesen worden. Aber dass es diese Geheimarmee gibt, dass sie also Anschläge auch gemacht haben aus bestimmten Interessen, das war klar. Ja. Und ja, wie gesagt, es gibt da sehr gute Vorträge und auch ein Buch hier von dem Schweizer, ich komme es bloß nicht. Dr. Daniele Ganser. Genau, der Herr Ganser, der ja auch wirklich seriös arbeitet, soweit ich das jedenfalls einschätzen kann. Ja, und da hat eben Hermann Scher auch was gesagt. Und das war eben mit dieser Verschwörungsding und eben auch mit dem Feind, er sitzt innen. Da meint er jetzt nicht eben psychologisch in einem selber, sondern der sitzt wirklich mit in den Institutionen drin. Das heißt nicht, dass jetzt alle schräge Vögel sind, aber es sitzen Leute da drin, die da nicht reingehören, wenn man so sagt. Ich denke, Dr. Daniele Ganser ist auch ein gutes Beispiel. Er sagt auch immer dazu, wie sicher er sich mit etwas ist. Also was Vermutungen sind, was genau. Er für Wiesen ansieht. Und da denke ich, ist auch ein sehr gutes Vorbild, wovon viele Blogger lernen können. Natürlich, der ist absolut seriös, sehe ich auch so. Ich bemühe mich ja auch, das so zu machen. Ich sage, Leute, mich rufen ja auch Leute an zu bestimmten Themen. Ich sage, Leute, ich gehe deswegen nicht an das Thema ran. Ich weiß, da ist was dran, aber ich habe einfach noch zu wenig Informationen. Ja? Und oder manche, die dann ganz aufgeregt sind, Mensch, weißt du denn, das musst du doch berichten. Ich sage, nee, langsam, langsam. Ja? Weil man kann seinen Ruf sehr schnell ruinieren. Den aufzubauen, das ist aber schwieriger. Und wenn man dann ein paar Mal überführt wird für irgendeinen Mist, den man da erzählt hat, ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht, nicht? Und man braucht noch nicht mal lügen, man braucht nur reingefallen sein mal auf was. Ich meine, mir ist es auch ein, zweimal passiert, da bin ich auf irgendwas reingefallen, hab's dann aber auch korrigiert. Ne? Das kann natürlich passieren, man ist ja auch nur ein Mensch. Ne? Tja. Ja, ist eine spannende Sache. So langweilig ist das nicht, das Thema oder die ganzen Themen, wo ich mich mit beschäftige. Und aber auch mal positiv gesehen, es hält einen auch ganz schön wach und wir haben tolle Leute, mit denen man da zusammenkommt. Ich hätte auch das Wissen nicht, wenn ich nicht so viele Sachen anzapfen hätte können. Ich habe also aktiv Leute besucht. Damals hier, wie Wackersdorf am Gange war, also die Wiederaufarbeitungsanlage in Bayern. Da hatte ich einen Doktor zum Beispiel gesehen. Ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema, aber hat halt auch mit Atom zu tun, der wo ich da eben sehr engagiert war, bin ich mit der ganzen Familie hingefahren. Nur weil ich den habe ich im WDR gesehen, dass der sich eben gegen diese Anlage als Doktor aus dem Fenster lehnt und da was macht. Sind wir da hingefahren, super. Mit dem da, der hat uns alles Mögliche auch gezeigt, anschließend noch eine Demo dann eben am Zaun da lang und so. Das sind diese engagierten Leute, die das mit Herzblut machen. Da lernt man eine Menge dazu, weil die sind teilweise so
am Forschen und am Machen. Teilweise haben die gar keine Vorkenntnis vorher gehabt, aber die haben sich dann so reingebohrt in die Themen. Das ist erstaunlich, was dann da an Wissen da ist. Also rein autodidaktisch auch, ja. Und das zeigt eben immer wieder, ohne dass es irgendwo wehtut, macht man das auch nicht. Ne? Und schon gar nicht, ohne Geld zu bekommen dafür. Ne? Also ich kann nur sagen, und ich bedanke mich auch für die Leute, die in anderen Themen da unheimlich gut am Ermitteln waren, auch mit Gefährdungen teilweise bei den Ermittlungen. Wenn wir das nicht hätten, wäre das traurig. Ich meine, es gibt ja auch hier so kleine Organisationen, die ein bisschen diesen Leuten helfen. Also ich habe das bisher noch nicht nötig gehabt, aber diese Whistleblower Organisationen. Ne? Da habe ich eine Frau kennengelernt, die hat dann zumindest auch mal dafür gesorgt, dass ich dann, wo also hier bei der evangelischen Erwachsenenbildung oder was das war, also das war gar nicht jetzt hier, durfte ich mal dabei sein und mal so ein Gegenstatement machen, also am Samstag. Da ging es also um diese ganze Geschichte hier mit Klimakatastrophe und Geoengineering und was man da alles vorhat. Da war auch der Krassel, Professor Krassel mit dabei und etliche Koryphäen. Das fand ich schon ganz erstaunlich, dass ich da eben mit mal die Gegenposition vertreten konnte. Ja. Und ich bin auch einiges da an meinem Stand da noch losgeworden an Informationsbüchern und Sachen. Also das hilft dann schon manchmal mit. Ne? Und deswegen, also das ist bei mir ist es ja der reine Witz, wenn man mich als Verschwörungstheoretiker abtun will. Also mein ganzes Leben war bisher seriös. Und warum sollte ich auch so viel Geld an die Wand klatschen, indem ich eben meinen Beruf nicht mehr ausübe? Also ich bin da schon daran interessiert, das alles seriös zu bringen. Und ich habe so viele Dokumente, deswegen lässt sich mit mir ja auch gar keiner auf ein Zwiegespräch ein, öffentlich. Ja? Es wird nur mit Schlagworten gearbeitet, mit Totschlagworten, also... Neuestes Beispiel, eine ganze Seite in der FAZ, also sogar eine und eine Drittelseite, auch wieder übliches Muster, 62 Mal in dem Artikel Verschwörungstheorie, ja, oder Verschwörungsglauben und all solche Schwurbelthemen halt, dann, ich weiß nicht, 11 Mal Reichsbürger, hohle Erde, also ich weiß nicht, alles Dubiose wurde da reingepackt, so als Vorspiel, sag ich mal. Also erstmal so die zwei Drittel des Artikels, dieses ganze Vorspiel. Dann haben sie sich so eine arme Frau gegriffen, die irgendwie eine Aussteigerin aus der Verschwörungsszene war, so wurde die vorgestellt. Die war aber, also die tut mir eigentlich nur leid, als Opfer missbraucht worden, weil sie dann selbst sagte, ja, sie wäre dann so aufgeregt gewesen, sie hatte schon Selbstmordgedanken und konnte nicht mehr schlafen und was weiß ich alles und ganz, ganz schlimm. Ja, die hätte dann auch sich gar nicht mit solchen Themen, glaube ich, beschäftigen sollen, das wäre besser gewesen. Aber die wurde dann so quasi gebracht, ja, die ist jetzt, die versucht jetzt Leute aufzuklären, dass das ja alles Quatsch ist und so weiter, was ihr da widerfahren ist. Und ich sage aber selber, dass sie keine Ahnung hat von Politik und sowieso und so. Und aber so wurde, und ich, irgendwann kam ich dann natürlich ins Gespräch. Ne? Und Herr Hörstel auch noch, weil der auf einer Demo von uns gegen Chemtrails und Aerosol-Ausbringung da auch mal ein paar Takte zu gesagt hat, aus seiner Sicht, dass es eben stattfindet und so weiter und dass man damit aufhören muss und. Da wurde der auch mit gleich verbraten. Aber ich war dann eben der Hauptpunkt, auf den sie es abgesehen hat. Also ganz interessant, das Ding, das kann man sich auch auf im Internet ansehen, und zwar am 29.10. ist das als Druckwerk erschienen, da bei der FAZ, und einen Tag später dann eben auf FAZ Online. Ja, ich werde das aber demnächst auch veröffentlichen mit Kommentaren. Ich habe mir den Text also gegriffen und habe dann meine Kommentare dazu gepackt, um das einzeln auszuhebeln, was sie da für einen Mist wieder vollbracht haben. Weil das muss man wirklich sagen, das ist ein dermaßen schlimmes Personal, was da anscheinend rumläuft inzwischen, dass es solche Dinge tut. Also gegen jeden Pressekodex gruselig. Also wenn Sie das Ding sich mal durchlesen dann oder vielleicht schon gemacht haben, dann erstaunt man, glaube ich, nur. Also 62 Mal Verschwörungstheorie ist schon die Härte. Das habe ich überhaupt noch nirgends erlebt. Naja. Ich habe schon mal erlebt, dass man mich als Verschwörungsideologen bezeichnet hat, ohne Begründung. Gut, da habe ich gedacht, das ist noch von Meinungsäußerung gedeckt. Wenn da jemand so eine Assoziationskette hat, meinetwegen, das war einfach nur ein Satz, meinetwegen. Aber das hört sich schon heftig an. Ideologen hatten sie auch dabei, genau. Ich habe es jetzt gar nicht mehr alles im Kopf, aber ich habe mir das immer aufgeschrieben, was da alles an schönen Begriffen bei war, also absolut irre. Also, naja. Und also ich habe da jetzt ein Ding gemacht, ich glaube, das sind 14, 15 Seiten oder so, um das mal alles schön auszuhebeln, weil ich bin da sehr gründlich. Ne? Also, das kann man ja nicht auf sich sitzen lassen, so an ihren Kram hier. Ne?
Ist auch manchmal spannend, sowas psychologisch auseinanderzunehmen oder mit einem oder im Rhetorikbuch daneben zu legen. Ah, da gibt's, wie heißt das, iristische Dialektik von Schopenhauer. Da hat der Schopenhauer, der Philosoph, eine ganze Menge fiese psychologische Tricks aufgeführt. Das wird auch viel benutzt. Ich mache es dann ja auch so, dass ich quasi also einfach Zitate bringe. Ich meine, sowohl jetzt mit der grünen Nummer, die da gelaufen ist, als auch jetzt, wenn Journal hier kommt. Also wenn wir zum Beispiel sagen, Verschwörungen gibt's nicht, also das haben wir ja auch so in dem FAZ, also wenn Verschwörungen gibt's zwar, aber nur in kleinem Maßstab, stand dann da so drin. Ne? Ja, ich meine, dann sage ich, was hat denn Kennedy gesagt? Ne? Ich will jetzt nicht das ganze Ding loslegen, aber Sie wissen ja wahrscheinlich, was er da in der Rede da mal gehalten hat. Nicht? Dass es eine natürliche Abneigung gegen Geheimgesellschaften und Geheimbünde gibt, ne? Auch das, wenn man diese Worte oder die Organisation in den Mund nimmt, ist man ja auch schon wieder Verschwörungstheoretiker. Aber er hat ja noch viel mehr gesagt. Er hat ja gesagt, das Überleben unserer Nation hat keinen Wert, wenn unsere freiheitlichen Traditionen nicht ebenfalls fortbestehen. Es gibt eine sehr ernste Gefahr, dass der Vorwand der Sicherheit missbraucht wird, um Zensur und Geheimhaltung auszudehnen. Nicht? Und ich habe nicht die Absicht, so etwas zu dulden, sofern dies unter meiner Kontrolle liegt. Wir haben es mit einer monolithischen und ruchlosen weltweiten Verschwörung zu tun, die ihren Einfluss mit verdeckten Mitteln ausbreitet, mit Infiltration statt Invasion, mit Umsturz statt Wahlen, mit Einschüchterung statt Selbstbestimmung, mit Guerillakämpfern bei Nacht statt Armeen am Tag. Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut hat, eine militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen verbindet. Ihre Pläne werden nicht veröffentlicht, sondern verborgen. Ihre Fehlschläge werden begraben, nicht publiziert. Andersdenkende werden nicht belobigt, sondern zum Schweigen gebracht. Keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis enthüllt und so weiter. Ich will das nicht alles vorlesen, kann man sich ja alles anhören auf YouTube. Also bitte, es gibt keine Verschwörung, sehr witzig. War ja auch ein Verschwörungstheoretiker, so behandle ich das dann. Das, was ich daran besonders makaber finde, ich habe in der Zeitung Free 21 gelesen, dass das Wort Verschwörungstheorie erst so richtig Konjunktur bekommen hat, als verschiedene Hypothesen über den Kennedy-Mord in Umlauf gewesen sind und der CIA das nicht gepasst hat. Und die CIA hat diesen Begriff Verschwörungstheorie erst überhaupt richtig bekannt gemacht, wobei richtig, ich glaube... Genau, erfunden sogar. Ich habe hier auch gerade ein Papier über Verschwörungstheorie, genau, Erfindung des CIA. Im Konzeptpapier heißt es, Kritiker sollen beschuldigt werden, mit Theorien verheiratet zu sein, die sie aufgegriffen hätten, bevor Beweise vorliegen. Die Verschwörungstheoretiker seien politisch motiviert, von finanziellem Interesse getrieben und ihre eigenen Theorien vernarrt. Also das war die Bedienungsanleitung, wie man dem Volk die Verschwörungstheorien verkauft. Das ist aus dem Konzeptpapier des CIA, was ich hier zitiere. Ja. War das damals nicht noch so, dass man gemeint hat, das wären häufiger Kommunisten und heute meint man eher, die wären weiter rechts, die Verschwörungstheoretiker? Also naja, wie es passt. Ne? Genauso wird der Begriff Verschwörungstheoretiker als emotionale Schlagwortkeule auch heute noch verwendet, ne? Und so weiter, wissen wir ja. Aber das sind Konzepte vom CIA, richtig. Und das, wie Sie schon sagen, das ging los, wo man plötzlich merkte, bei JFK-Mord stimmte ja nun einiges nicht. Ne? Und das sprach sich rum, nicht? Und in den USA soll es ja so sein, das hätte jetzt die FAZ ja auch, ich glaube in der FAZ stand es, dass also fast die Hälfte der Leute jetzt schon glauben, dass es Chemtrails gibt. Und das muss natürlich unbedingt verhindert werden. Und es ist so dumm auch noch. Also die gute Frau, die das da, Leonie, ich weiß nicht mehr, sowieso hieß sie da, die das Ding da quasi geschrieben hat, Leonie Feuerbach, ja, denn also das lohnt sich richtig durchzulesen, mal so schön langsam, dann merkt man, wie sie sich selber aufs Kreuz legen, auch in der Argumentation. Also sie schreiben dann ja quasi so indirekt, damit das Zutrauen eben zu den öffentlichen Medien eben wieder wächst, nicht? Also da muss man eben das und das und das machen. Also es heißt so kurz gesagt, ja, man muss die anderen einfach wegputzen vom Markt, ja? So, und dann werden die Leute schon wieder zurücktrotten zu den Nachrichten, wo sie danach gerichtet werden, nicht? Sag ich jetzt mal so ein bisschen polemisch, ne? Also das ist... Und dazu gibt sich also die FAZ her, das ist schon ganz schön übel. Ja. Also ich persönlich, ich gucke keinen Fernsehen mehr, ich guck selektiv, was mich interessiert, berieselt zu werden. Aber ich gucke mir auch noch an, was die Tagesschau im Netz veröffentlicht und zum Beispiel.
Ja gut, man muss ja grob wissen, mit was die Leute da beaufschlagt werden, von daher sollte man das schon tun. Ne? Das ist richtig, ne? Das ist schon, tja, das ist schon ganz schön irre, was so abläuft. Ne? Ja, ich meine, der ehemalige FAZ-Mitherausgeber, der hat ja damals auch mal was gesagt. Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Das habe nicht ich gesagt, sondern das hat der legendäre und seinerzeit aus Protest zurückgetretene Mitherausgeber der FAZ, Paul Sethe, gesagt. Ich wollte noch zu Kennedy sagen. Kennedy ist aber da auch nicht sehr schlau vorgegangen. Ich finde es ziemlich dumm, wenn man etwas sagt, so als ob man noch ganz viel in der Hand hätte, was man noch sagen könnte. Entweder sollte man den Mund halten oder es dann aber auch sagen und Ross und Reiter nennen. Da tut man mehr was. Wenn man alles gesagt hat, kann man nicht mehr zum Schweigen gebracht werden in dem Sinne. Also da ist für mich überhaupt nicht klar, ob Kennedy gemutmaßt hat oder ob er sich damit in Gefahr gebracht hat, was er damals gesagt hat. Also er hat sich bestimmt, also es gibt ja eine Aussage von einer Haushälterin oder so, wo er mit seinem Vater diskutiert hat, vielleicht kennen Sie das, wo er gesagt hat, was er vorhat. Er hat ja mehrere Dinge gemacht, ein Grund alleine hätte gereicht, ihn umzubringen. Er hat ja einmal einen silbergestützten Dollar mit parallel eingeführt, die waren ja schon gedruckt, das hätte schon gereicht, ihn umzubringen, gegen das Finanzkartell. Dann wollte er Israel die Atombombe nicht gönnen, er wollte also wirklich da Kontrollen einführen und sagen, das kann nicht, die dürfen das Ding nicht haben. Die hatten ja sogar einen Uranfrachter entführt, ja, die Israelis, wissen ja auch die wenigsten. Und dann, die Kuba-Nummer ist nicht so gelaufen, wie das manchen Leuten gefiel. Die haben ja erwartet, dass er mit Flugzeugen da das vorbereitet, da die Invasion in der Schweinebucht. Das hat er auch nicht gemacht. Also das sind mehrere Sachen gegen bestimmte Leute gelaufen. Dann wollte er die CIA entmachten und hat damit auch schon angefangen. Und das waren einfach schon zu viele Nummern auf einmal vielleicht. Ja. Und ich denke einfach, er war halt ein vitaler junger Mann, der sich etwas überschätzt hat, ja. Keine Ahnung, aber er musste natürlich auch Koalitionen schaffen im Hintergrund. Ich sag mal, man kann sich ja, also ich vergleiche es jetzt mal, ich sag's einfach mal so, was ist denn jetzt mit Trump los? Trump hat sich ja quasi eine mächtige Lobby im Kreuz geholt, das ist die Öllobby und die Energielobby. Ja? Weil ohne so eine Lobby kannst du da gar nichts werden. Und deswegen denke ich auch eben die Nummer jetzt, also Klimakatastrophe findet nicht statt, ja, wegen USA. Ich meine, umstritten ist das ganze Ding sowieso, da kann man extra nochmal eine Veranstaltung zu machen. Da kann man ja auch beweisen, dass da alles zusammengeschwurbelt wird. Aber gut, er vertritt jetzt halt die konträre Ansicht, was übrigens der Bush damals ja auch gemacht hat. Und dann hat man eben wieder den Schwenk gemacht und gesagt, gut, also Klimakatastrophe findet doch statt, wir müssen jetzt dies und das und jenes machen. Also er sichert jetzt quasi die Zukunft in den USA jetzt noch weiter für die Öllobby und überhaupt die Energielobby. Ja? Sollen ja auch wieder mehr Kohlekraftwerke und was weiß ich, eben alles in der Richtung und nicht alles eingestampft werden. Bei uns läuft es ja genau andersrum. Man vernichtet ja bei uns hier, also ich sag mal, Kohlekraftwerke, alles Konventionelle soll weg. Und es gibt hier beim SRM, wo sogar Greenpeace drin sitzt und der WWF, das ist das Solarstrahlungsmanagement, ja, also da geht es eben um diese Aerosolausbringung unter anderem, aber auch andere Maßnahmen. Da sitzen die mit drinne, sagen aber offiziell nö, und mit dem Thema machen wir nichts. Aber sie sitzen voll dabei. Ich habe das Papier da, mit den Namen auch, die da drinne sitzen. So, und ich meine, was hier jetzt im deutschen Raum läuft, ist ja einmal eine wirtschaftliche Schwächung, eine gezielte, die ja auch hier unter anderem der Friedman da angedeutet hat, und sogar eine militärische von der Stratfor. Ja gut, man vernichtet unsere Autoindustrie jetzt zurzeit, oder überhaupt die ganze europäische Autoindustrie. Und der Witz ist, also da steht ja sogar in diesem SRM-Papier, da steht unten dran Carbon War Room. Also ein Kohlenstoffkriegsraum. Also das ist politisch einfach beschlossen worden von irgendwelchen Kreisen, dass es jetzt eben aus bestimmten Interessen in die Richtung geht. Kann ich jetzt nicht ausführen, weil das reicht die Zeit wohl nicht zu. Aber das ist eben hochspannend. Und dann plötzlich poppen eben so Sachen hoch. Hallo? Ja, ich höre zu. Ja, klar. Also, weil ich das so ein Geräusch war. Dass man eben sagt, also gut, jetzt müssen erstmal die Kohlekraftwerke weg, dann müssen also, gut, AKWs haben wir jetzt auch, müssen auch weg. Ich bin nach wie vor gegen AKWs, vollkommen klar. Ne? Weil im Kriegsfall können wir uns die Dinger gar nicht gebrauchen, dann brauchen wir nämlich gar keinen großen Krieg, dann haben wir hier eh alles verseucht. Das würde ein konventioneller würde vollkommen reichen. Und ein lang anhaltender Stromausfall ja auch schon. So, aber gut, also
Kohlenstoff soll weg, komplett. Ne? Ist zwar wirtschaftspolitischer Wahnsinn, ist teilweise auch zusammengelogen, die ganze Nummer, weil alles, was die Menschen hier produzieren an CO2, entspricht, also von der industriellen Verarbeitung und mit Essen, Trinken, alles, was wir da haben, weniger als 5% des Weltausstoßes. Ja? Und das bringt es einfach nicht. Ja? Und gut, aber das Thema, das mache ich jetzt nicht auf das Fass. Ich will eben nur sagen, es werden bestimmte Interessen sind im Hintergrund, etwa geopolitische, die jetzt hier im Moment eben angesagt sind, dass Amerika jetzt eben dabei ist, Europa zu schwächen über alle möglichen Maßnahmen. Und da passt das natürlich ganz wunderbar. Man will natürlich auch Russland treffen, das ist auch klar, weil wenn die keinen Ölumsatz haben, dann geht es denen ganz schlecht, ja, oder weniger ist auch schon, oder die Preise gehen runter, wenn dann Überangebot am Markt ist, was ja der Fall ist. Und so wird eben gearbeitet. Ne? Und der normale Bürger, der schnallt es ja gar nicht. Der wundert sich nur mal. Und wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen blickt und die dann auch noch veröffentlicht, das Wissen, was man hat, dann tritt man natürlich bestimmten Leuten auf die Füße. Ne? Ist ja klar, aber dann können sie ihre Schwurbelpolitik nicht mehr voll durchziehen, weil sie hätten natürlich am liebsten 100% jeglicher Medien in der Hand. Hm. Ja. Naja, zum Glück gibt es ja alternative Medien, dass zumindest mehr Meinungen vom größeren Publikum gehört werden. Und ich habe den Eindruck, dass sich da auch schon einiges getan hat, dass auch sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die großen privaten Medien wieder bodenständiger werden müssen. Genau, also in gewisser Weise treiben wir die ein bisschen schon vor uns her. Also ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, aber sie mussten schon bestimmte Sachen korrigieren, korrekt, weil ja auch dann deren Umsatz zurückging, also sprich Auflagen gingen ja runter und so. Ne? Naja. Und ich meine, es gibt natürlich auch Gegenbewegungen wie Missbrauchsanfälligkeit der Hate-Speech-Bekämpfung oder das Netz.dg mit den super kurzen Fristen, wo dann auch zu viel, tendenziell eher zu viel gesperrt wird. Und da könnte ich einen eigenen Vortrag drüber halten, EU-Datenschutz-Grundverordnung, was auch missbrauchsanfällig ist und von vielen Leuten gut gedacht, aber auch missbrauchsanfällig ist in der Hinsicht, wo man dann Leute, über die man mit technischen Hilfsmitteln etwas sagt, die dann alle um Erlaubnis fragen müssen, wenn man nicht unter eine der genannten Ausnahmen fällt. Ja, ja, klar. Ich meine, gut, entweder ist es Absicht oder ist es mit so heißer Nadel gestrickt, dass man sich keine Gedanken gemacht hat, wie das dann läuft in der Praxis, ne? Die beiden Möglichkeiten gibt es ja, ne? Das wird spannend, das geht am 25.05.2018 wird es angewendet und die Bußgelder gehen bis zu 20 Millionen, wenn man hätte fragen müssen, aber nicht gefragt hat um Erlaubnis. Und man nimmt dann ein technisches Hilfsmittel, wie zum Beispiel Internet oder Mikrofon oder Lautsprecher und spricht über jemanden und es ist dann so was Öffentliches und nicht nur familiärer oder Freundeskreis. Naja, also ich finde, das Grundübel an diesen gesamten Sachen ist ja, dass man quasi, ich meine, wir haben ja eine Polizei, wir haben ja staatliche Organisationen, die sich darum zu kümmern haben, das quasi einfach auf die private Schiene delegiert. Ne? Eben durch dieses komische Ding, dass man sagt, okay, ihr kriegt jetzt so hohe Strafen und das hat man ja dann vorher auch gewusst, also so dumm kann ja wohl keiner sein, dass wenn dann so eine Androhung da ist, dass natürlich dann präventiv alles Mögliche erstmal gesperrt wird, damit man gar nicht in die Gefahr kommt zu zahlen. Oder zahlen zu müssen. Das ist ja absehbar gewesen. Also wenn die das nicht vorher wussten, dann muss man sich fragen, was für Personal haben wir da sitzen in der Regierung, ne? Oder in den Ministerien. Ich meine, die kriegen ja nur Geld genug und können auch externe Studien vergeben. Da muss man sich ja mal ein bisschen Gedanken machen. Ne? Also gut, wie gesagt, der Verdacht ist immer da, dass es eigentlich eher so gewollt ist. Ne? Weil sonst müsste man danach fragen, wie qualifiziert sind denn die Leute da. Ne? Normalerweise würde man ja nach Verhältnismäßigkeit streben, wenn man es wirklich so gerecht wie möglich machen will. Genau. Ja, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ne? Ich meine, das Grundgesetz ist wunderbar. Ja, man muss sich bloß dran halten. Bloß das Dumme ist, ich meine, wenn sich dann teilweise Regierungsstellen noch nicht mal dran halten, ist das ja alles nicht mehr so witzig. Ne? Ich meine, siehe Merkel, bei allem Mitleid oder so, diese grenzenlose Einwanderungsnummer mit überhaupt null Kontrolle und die wissen noch nicht mal die Stückzahlen an Leuten da sind, geschweige denn, wie viel da rumlaufen, die noch nicht mal registriert sind, das ist doch einfach irre. Das verstößt gegen BRD-Gesetz und gegen EU-Gesetz und es wird gemacht. Und da kann sich der normale Bürger sagt sich ja, haben wir jetzt hier Vogelfreiheit oder was läuft denn hier überhaupt? Ne? Also, mir fällt da ein,
dass die Leute überhaupt nicht registriert werden. Wir haben im UNO-Zivilpakt ein Menschenrecht auf Sicherheit, also auf innere Sicherheit. Die muss der Staat auch bereitstellen. Da muss er wenigstens gucken, wer da ist, unabhängig von der Frage, wie man die Regeln macht, wer alles rein darf. Aber dass man zumindest es erkennt, wenn da bekannte Gefährder da sind. Natürlich, man entnimmt sich ja jeder Chance und weiß ja dann, man kriegt ja die Probleme anschließend. Das ist ja vollkommen logisch. Ich meine, das müsste ja jeder Schüler schon wissen. Also jeder mit gesundem Menschenverstand weiß das. Ich meine, andere Länder, ich weiß das ja ganz genau hier, mein Meister, der ist dann ausgewandert nach Australien. Ich meine, die sind ja ziemlich restriktiv, aber so muss man es ja auch machen. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, nun kommt mal her und nachher stellen wir fest, na, mit euch können wir ja gar nichts anfangen. Der kam nur rein, weil der einen Mangelberuf hatte, also Fernsehtechnikermeister halt, das können die gebrauchen. In den USA muss man da, ich glaube, $100,000 oder mehr mitbringen, wenn man da reinkommen will, oder eben auch Mangelberuf. Ja, so läuft es halt. Und nicht Arme weit auf, kommt. Aber was hat die EU denn gemacht? Die haben ja Anwerbebüros vor x Jahren schon gemacht in Asien und in Afrika und haben den Leuten suggeriert, die dadurch ja auch indirekt missbraucht werden, zu sagen, ja, wir brauchen euch. Ich meine, das stimmt ja nicht. Wir haben also für niederqualifizierte Arbeiten haben wir genug Leute hier, da stehen auch schon genug auf der Straße. Und über die Sachen, die jetzt kommen, also mit Industrie.4 oder so weiter, die ganze Vollautomatisierung, die jetzt richtig durchschlägt. Wir haben in den Banken jetzt zum Beispiel, wir kennen ja Leute in den Banken, da werden jetzt ein Drittel Leute freigesetzt. Es trifft fast jeden Beruf jetzt. Ja. Manuelle Arbeiten sowieso mit Roboterisierung schreitet voran und. Ihnen brauche ich das nicht erzählen, Sie wissen das wahrscheinlich. Aber der normale Mensch auf der Straße weiß noch gar nicht, was da für eine Welle auf uns zurollt. Dass wir jetzt schon, haben wir ja schon geschönte Arbeitslosenzahlen. Nicht? Weil jeder, der dann irgendwo in einer Maßnahme steckt, der wird ja dann gar nicht mehr gezählt und all solche Geschichten. Das ist ja auch alles nach American Way of Life gelaufen, dass man drüben schon vor Jahren, das hatte also Working Poor, man hatte also drei Jobs, ja, und wurde trotzdem, reichte es nicht. Und denselben Zustand haben wir hier auch. Und ich hatte, wie ich meinen Fernsehladen noch hatte, das war nun wirklich eine Weile her schon, hatte ich einen Kunden, der wollte eine Menschenverleihfirma aufmachen. Das war damals mit Strafe, ich glaube sogar Gefängnisstrafe, verboten, weil es unter Menschenhandel lief. Ja, und was haben wir heute? Genau das Gegenteil. Wer heute sich nicht so einer Verleihfirma unterwirft, der kriegt einen Geldstopp und so weiter. Also wir haben Zustände gegenüber früher, aber das haben eben viele Leute gar nicht mitgekriegt, weil sie eben noch in guten Arbeitsverhältnis stecken. Aber eine Menge Leute werden dermaßen ausgequetscht jetzt schon. Also wir kennen auch Leute, die am Band gearbeitet haben. Wir haben hier die LKW-Fahrer, die hier ankommen, die teilweise dann man gerade eben den Mindestlohn kriegen, aber dann so viel Überstunden reingedrückt kriegen, die sie nicht bezahlt kriegen, dass sie dann doch bei 6,50 Euro landen. Es ist einfach irre. Oder Schlachthof, da sind also Polen, machen wir gar nicht sagen, für was für Gelder, die hier arbeiten. Also wir haben ja unheimlich viel Kontakte, insofern kriegen wir das auch mit, was an der Front läuft, sag ich mal. Es ist einfach, aber der Durchschnittsbundesbürger, der ist noch eben satt und zufrieden, hat sein Bier auf dem Tisch und kann auch noch schön nach Ballermann fahren oder überhaupt eben in Urlaub fahren. Und solange das so ist, wacht er auch nicht auf, so wie es aussieht. Ne? Ja, das ist umso wichtiger, dass Leute wie Sie mit Ihrer Webseite sich auf einige Themen fokussieren und die Leute informieren, die Diskussionen anstoßen. Ja, wir kommen uns so vor, also bildlich gesprochen, so wie der Nachtwächter, der früher rumrannte, nicht? Mit der Glocke so, Leute, hört doch her, aber macht da noch was. Und ich meine, wir stellen jetzt zwar fest, eine Menge hören hin schon, aber wir haben leider noch die Situation, das ist eben das Traurige, wir haben zu wenig Aktivisten, die auch ins Tun kommen, ne? Sei es sich auf bestimmte Situationen vorzubereiten, also sprich jetzt monetäre Geschichten, also Geldpolitik, dass sie, wenn sie ein bisschen Ersparnisse haben, mal eben nicht das Papiergestützte nehmen, was letztendlich auch wieder zu Papier wert verdunsten wird, sondern sich mal ein paar Silbermünzen anschafft oder ein paar Goldstückchen oder so, wenn sie ein bisschen Geld haben. Weil sie werden sonst feststellen, das wird vielleicht auch gar nicht mehr lange dauern, dass sie da umsonst gespart haben. Und das ist eben, sie kommen nicht ins Tun. Das ist einige schon, aber es ist noch relativ schwach. Ne? Ja. Das kann man auf viele Bereiche anwenden. Ne? Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Und wir würden gerne in Kürze zum Thema Geoengineering ein weiteres Interview mit Ihnen machen. Ja, okay. Ja, gut. Ich fand es auch ganz gut. Ich meine, es ist ja gut, jeder, der so einen Kanal betreibt und überhaupt die Leute versucht, ein bisschen wach zu rütteln, kann uns so insgesamt helfen, ne? Sowohl als Menschen als auch als Volk.
weil wir müssen da durch. Die Zeiten, die jetzt kommen werden, werden wahrscheinlich nicht mehr so entspannt sein, wie die, die wir hinter uns haben. Naja, ich denke, man ist ja irgendwo in der Kommunikation mit der, auch immer Teil von dem Netzwerk und man tut halt seinen Teil, was man kann. Ja. Und andere Enden, andere Puzzleteile müssen dann andere wieder aufgreifen. Genau. Also ich habe auch hohen Respekt von Leuten. Wir kennen zum Beispiel einen Menschen, der ist im Osnabrücker Raum am Gange. Er joggt gerne, nimmt immer ein paar Flyer mit und steckt nebenbei den Leuten das in die Briefkästen. Finde ich eine tolle Kombination. Ja. Und es gibt eine Menge aktive Leute. Ich hatte neulich wieder drei Leute aus dem Münsteraner Raum da. Die haben es schon zweimal gebracht, eine ganze Seite zu kriegen zum Thema jetzt Geoengineering, Wetterkontrolle und so. Also Regel. Junge Leute, ich glaube, die haben insgesamt 10 Leute da um sich herum und die machen was. Die haben auch schon selber Flyer drucken lassen, hier zu Wächst, also diesem Film, der also kritisch eben bisschen umgeht mit der Impferei. Also finde ich super. Ne? Also muss man auch mal loben, die ganzen Leute, die in den Städten und auf dem Land sitzen und doch noch den Hintern hochkriegen. Große Hochachtung, möchte ich nochmal loben an dieser Stelle. Ja, nochmal vielen Dank für Ihre Arbeit, vielen Dank für das Interview und wir hören uns dann in Kürze wieder dann zum Thema Geoengineering. Ja, ich danke Ihnen auch für Ihr Engagement. Danke.